Wunderschönen guten Sonntag wünsche ich euch. Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Was geht? Tagsam, hukulu, merhaba, assalamu alaikum, moin moin. Was haben wir denn hier alles noch in der Playlist drin? Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, ne? Yeah, Venom, Alter. Sneak. Willkommen beim Frühstücksfernsehen. Jo, ich habe heute echt einen leichten Mittagsschlaf gemacht. Aber es ist Sonntag, es regnet und es ist kalt. Und dann geht man zurück ins Bett und deckt sich zu und alles ist warm, als würde man gleich geboren werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnern könnt. Ich kann mich dran erinnern. Ist schön, gefällt mir. Macht mich glücklich in mein Hose. Geht es mit dem Hals langsam wieder? Ne, ich muss mir morgen Tabletten dafür besorgen. Dann dauert das, glaube ich, so eine Woche, dann ist das wieder gut. Monte macht Gitarre-RP, ich weiß, habe ich mitbekommen. das wird was. Kein Sound, Lüge. Und Broken, dankeschön für den Restart im 10. Monat. Und Vessi, danke für den Prime, 25. vor 4 Stunden. Und Tracer, dankeschön für den Prime, 24. ebenfalls vor 8 Stunden. Und Jillo hatte ich gestern noch vorgelesen. Ich werde heute reich, ja. Hallo Da Vinci. Also ich habe das Gefühl, oder ich wünsche mir, dass das heute chilliger wird als gestern. Wir müssten noch Pausen haben im RP. Und Pain Dealer, Dankeschön für den Resub im 36. Monat. Aber weißt du schon, dass ich hier bleib, Stella, guck, wo du möchtest. Ich denke mal, das wird bei Monte ziemlich lustig so, weil ich glaube nicht, dass der sich großartig sagen lassen will oder sagen lassen wird, was er zu tun hat und was nicht. Angst, Butter. Crash, Dankeschön für 100 Bits und Sentinel Berso, Dankeschön für den Resub am 18. Monat und Tier 2 sogar. Warum kommt... Ach so, da kam ja Angst, Butter. Dankeschön. Hoffe, wie man da nicht mehr ins RP kommt, dieser Monte. Hör mal, hier wird nichts gehatet. Ich glaube einfach nicht, dass das sein Vibe ist. Aber wer bin ich schon? Man wird sehen. Mackie kommt ja, was ich gesehen habe, klar. Trimax zum Beispiel kam überhaupt gar nicht klar, Alter. Mal sehen. Der hat gerade einfach in den Standard-Charakter bekommen, weil er einfach Enter gedrückt hat bei der Charakterentstellung. ist so lustig, ist so cool. Welchen Server zockt er denn auf diesem 5M Immortal-Dings? Wahrscheinlich schon, ne? Und Weedy, dankeschön ebenfalls für 100 Bits. Und Tok FIFA 9X, dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Habibi. Und MKLOL, dankeschön für den Prime 25. Und Castro, danke für den Prime 38. Auf Immortal. Was ich nicht so cool finde, ist, dass die auf Immortal diese Werbung da machen. Im Spiel hier, Energy Booster Scheißwerbung, so aller Schleichwerbung, das finde ich nicht cool. Das finde ich echt nicht dufte. Kein Held, nur amüsante Tatsachen, ja. Wir scheißen alle rein. Selbst die Besten. Der muss nur so lange spielen, bis er nicht wieder FIFA, what the fuck, FIFA Packs ziehen kann. So, Mackie, die ist keine Ahnung, von wem das ist. Ich habe das nur gesehen in dem Clip. Da ist so riesig breit, ist da so. Ist da so Booster-Werbung im Game, Alter? Die spielen RP in Deutschland auf dem Server. Ich glaube schon. Ich glaube, in deren LSPD steht irgendwie Hauptwache Dortmund oder sowas. Die wurde bisher dreimal neu gestartet beim Connect zum Server. Ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen. Peter? Es ist lustig. Aber alle Anfang ist immer schwer. Und Bucky, danke schön für 1 €. Mir geht's gut, wie geht's euch denn heute? Der geht eh Casino und wenn er kein Geld mehr hat, sieht man den nicht mehr mit P. Hallo Chrisse. Hattest du gehofft, dass er nicht auf Nifty zockt? Nein, Quatsch. Bro, wenn deine ganzen Kumpels oder die Leute, die du kennst, auf einem Server zocken, dann gehst du auch dahin. Das ist ganz normal. Solange die von gewissen Servern wegbleiben, die großen Streamer, solange bleibt die Hatewelle weg. Ach, warum muss das denn immer was mit Hate zu tun haben?
Denk mal, der, ne, ein Mackie und so ist ja auch nicht gerade klein und der zockt ja auch schon mal länger da. Denk schon, dass der Server das da im Griff hat. Beim Aussortieren. Ansonsten wird das halt eine Shitshow, aber wenn die drauf Bock haben, ich meine, warum denn nicht? Also Shitshow aller, die Leute bewerben sich dann da und dann kegeln sie den entweder die ganze Zeit um, wie im Online-Modus, oder rennen ihm die ganze Zeit nach, wie so einem Messias. Heute Knast, der P, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Das werden wir sehen. Hallo Marions. So, und die machen wir aber woanders, wo das EP. Ach, das darfst du nicht sagen. Lasst euch doch unterhalten, Chat. Nicht immer so, ne? Jeder guckt, wo er möchte und bleibt da, wo es ihm gefällt. Ich bin auf deiner Meinung, aber wenn man eines weiß, dann kann man auch ehrlich sein. Ist es, wenn der Lieblingsstreamer verliert, dass bei der Gegenpartei gehatet wird? Willst du das antun auf dem Server? Nee, da, Bruder, ich hab kein. So krass habe ich das jetzt auch nicht beachtet, was da abgeht. Was geht ab, Schotter? Savage. Der verlorene Sohn. Nächster Tier, woke up in jail. Ah, scheiß drauf, Digga, wer war hier Tag? Der Herr. Bro, ich war die ganze Zeit im Bett, ja? Heute ist so ein richtiger Sonntag. Aber voll gut, ich mag das. Ich bin absolut verloren, hast du recht. Ja, wo sind sie denn hin? Auf einmal plötzlich weg? Get up Vibes. Ist das schon die neue Playlist? Die meinem Hals geht's nicht besser. Das wird sich erst morgen regeln. Vor allem mit Regen, richtiges Sonntagswetter. Ja, ist das Beste. Einfach im Bett chillen. Damn, Netflix anmachen, Alter. Am besten noch irgendwelche Snacks holen oder so. Im Bett essen und chillen. Ich bin nur vorhin ein, zwei Stunden eingepennt, aber das war richtig gut. Grüße! Voll gut. Hallo Fire Ossi, hallo Alexandria. Da kommen sie alle, die verlorenen Söhne. Regen, den ganzen Tag Regen. Beste. Was geht ab, Bitty? Wann kommt mal VR-RP? Das geht doch gar nicht. Ja, leider haben wir extrem schlechtes RP abbekommen. Da hatten die anderen keinen Bock mehr. Und da ich nicht so viel Zeit habe, lohnt sich das nicht. Meinst du da, weil ihr... Ich hatte das nur so am Rande mitbekommen. Ihr wurdet VDM'd im RP, ne? Aber quasi von euren eigenen Leuten? Irgendwie so? Oder irgendwie von anderen Storyline-Spielern, Alter? Weil die keinen Bock mehr auf dem Server hatten, haben die euch kurz umgekegelt? Die hatten da so Tag-Tag-RPler. Ach, die, ja, das hab ich auch gesehen, wie du umgehauen wurdest. Jo. Ja, keine Ahnung. Vielleicht seid ihr auf Storyline einfach besser aufgehoben, weil da die dann alle so richtig straight durchziehen. So was muss er halt abkönnen. Das passiert manchmal. Ich kann dir sagen, mittlerweile sind wir, ich glaube, nicht ganz allein unterwegs. Da gibt es nur eine Truppe, die tragen ein rotes Bandana. Keine Ahnung, wer die sind. Wir haben auch noch nie mit denen irgendwie erpelt. Aber sonst ganz ruhig, hat gerade gefühlt. Was war eigentlich mit Unity? Nix, habe ich keinen Bock zu erzählen. Es ist nicht der Rede wert, Just One Pixel. Es ist einfach nicht der Rede wert. VDM ist aber richtig und wichtig. Ich bin krank, Chat, hatte ich von mir fern, das wissen wir, Karen, schon lange. Nach Tag Bademeister? Nee. Das waren irgendwelche anderen. Irgendeiner hatte mir im Discord geschrieben, dass die Spieler, die euch da weggeklatscht haben, auch auf Story, also von Storyline kommen. Und die euch irgendwie nicht leiden können oder so. Keiner, ist mir auch egal. Ja. Get a pray. Da unterschlagen sie die Käsefüße von Creature. Booster, Dankeschön für den Primes ab dem 21. und Hukulu, mein Freund. Ah! Was gab's neu bei euch zu essen? Ich hab Dings gegessen. Boah, wie heißt der Quatsch nochmal, Alter? Mein Schwager ist ja Grieche und die Tante hat da so Tomatensoße geschickt aus Griechenland, Alter. Per AliExpress. Nudeln mit Bolognese, Alter, mit so richtig heftiger Tomatensoße. Ich mag aber keine Nudeln, aber hat trotzdem geschmeckt. Ich hab ganz viel Dings draufgehauen. Parmesankäse. Mexikanische Hackfleischpfanne. Heute beim Deathstream vernünftig zugeschaut, war interessant. Ja,
Ja, ich habe wieder reingetrollt. Sucuk-Pizza, geil. Bratkartoffel mag ich überhaupt nicht, Alter. Mach mir gerade zwei Pizzen, aber warum zwei? Hast du eigentlich Kens Album gehört? Nee, hab ich noch nicht. Aber den höre ich auch nicht. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ist gut, sagst du? Ruhe. Hähnchenkeule mit Pommes. Hähnchen auch immer geil. Hallo, Fanky. Und hallo, David. Selbstgemachte Pizza. Gulasch, Rösti. Heute macht die Frau Chili, uff. Mach schon mal das Klo bereit. Weil eine nicht reicht, hab Hunger. Du ziehst dir zwei Pizzen rein, Bro. Yo. Eieiei. Boah, ich will so kotzen, ne? Selbstgemachte Instant-Nudeln aus dem Club. Ja, selbstgemacht, by the way. Halt die Klappe, wie die Gewang das rumtrollen. Rein in die Olga. Sag mal, der Herr, ich quatsche immer am Anfang. Wenn sie ungeduldig sind, kommen sie in einer Stunde nochmal wieder, ja? Mr. Talk FIFA. So geht das hier aber nicht. Was geht der Bock an? Habibi. Und hallo Borat, ich sag mal so, der Hype auf das Album war einfach viel zu groß. Merkt euch immer zweimal Pizza machen, damit ihr schon Pizza von gestern habt am nächsten Morgen. Okulu, was geht? Quatschen, eine Duftkerze, dann gehen wir in eine Permes. Ich hab ja irgendwie am Schrottplatz gepennt wegen den Korps gestern. Der Wichser, der Jack, Alter. Tokfifa, packst du bitte den Duplo weg? Gleich rufe ich die Oma. Die hat den Schlappen. Klar, ohne Probleme kann so viel essen, bis ich satt werde, ohne zuzunehmen. Das Fluch und Segen zugleich. Ja, geil, hab eine Pommes. Alle wieder süchtig nach Pommes, Alter. Ich muss echt zugeben, die letzten Tage, Peva, das war absolut insane, Alter. Hätte mir vor ein paar Monaten einer gesagt, yo, geh mal auf den 5M-Server zocken, wo 50 Leute abends zur Primetime da sind und nur 40 oder nur 30, keine Ahnung, ich guck das ja nicht. Und du hast da einfach so ein RP, auch wenn du quasi mit deiner Bubble unterwegs bist und immer mit anderen Leuten ein bisschen nur was zu tun hast, so. Ich hätte den ausgelacht, Alter, ohne Witz. Ich hätte ihm gesagt, yo, du, ich glaube, du spinnst, Alter. Gehen Sie mal bitte hier weg. Wollen Sie schon mal überfahren in der Pommes. Da hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich nicht. Die NPCs regeln halt eine Menge, ne? Bugir! Bellebong, Dankeschön für den Primestar beim 13. Ich nehme mal Duftkerze. Lass dich nicht knüppeln. Ja, das haben wir ja gestern gesehen, dass ich mich nicht knüppeln lasse. Da hat er aber einen Dong bekommen, der Idiot. Was geht ab? Recrease Cat in Pace. Der Platz auf dem Server, auf jeden Prey. Da ist noch eine Menge Luft nach oben. Das Problem ist einfach, ich glaube auch schon fünfmal gesagt, die Leute kommen auf dem Server. Das heißt, der Server befindet sich in einem Beta-Status oder Alpha eher. Die kommen drauf, die finden vielleicht keine anderen Leute, weil sie zu irgendwelchen anderen Uhrzeiten spielen, außer der Prime-Zeit, was ja auch verständlich ist, und die gehen dann wieder. Die sind quasi, die bleiben quasi nicht dabei, um aufzubauen. Hat ja auch nicht Schlimmes. Aber mir macht das nichts aus. Und es ist auch viel mehr Leben im Spiel, als wenn nur Spieler drauf sind, finde ich. True. Überlege auch zu kommen, aber weiß nicht, was ich tun soll. Keine Ahnung, Bruder. Ich weiß nicht, was du vorher mal im MP gespielt hast. Spiel einen Ticker. Geh hin, besorg dir Dope und vertick. Tippe mal, die Whitelist ist sehr schwer. Die Whitelist ist absolut überhaupt nicht schwer. Das ist... Ach, Quatsch. Die checken dein Mikrofon, die fragen dich ein, zwei Regeln ab und dann, wie auf Alternate damals, ne, wurde ja auch die Whitelist irgendwann gelockert. Ist halt null Toleranz. Machst du Faxen so, machst du Scheiße rein, bist du weg. Weil das ist mega easy. Wusstet ihr, dass Tiger nicht nur gestreiftes Fell haben, sondern auch gestreifte Haut? Ja, wusste ich. Ist halt echt nicht schwer. Im Moment sind noch so viele Möglichkeiten, die noch nicht bespielt werden, oder nicht? Ich weiß auch nicht über alles Bescheid. Aber ich weiß, also es gibt ganz viele Ressourcen, also Features,
die noch nicht aktiviert sind, weil das Grundgerüst, das hat man heute Mittag beim Nick gesehen, der deft ja rum, weil das Grundgerüst noch nicht perfekt ist und noch nicht gefixt ist. Der hat heute Mittag die Medics gemacht. Ich gehe denen seit Tagen schon auf den Sack wegen dem Kleidungsladen, Alter, weil meine Klamotten rumbacken da, deswegen. Es gibt noch so Features wie, du kannst Cannabis-Samen kaufen und deine eigenen Pflanzen anpflanzen. Die können dann, wie auf Homestead damals halt, ne? Ist halt auch wieder so ein Ding. Die können dann von den Cops gefunden werden, zerstört werden. Andere Gangs können die finden, die abrippen und das Zeug selbst verticken. Es gibt tausend Sachen noch, Alter. Da kommen Millionen Sachen noch. Sind auf jeden Fall in der Pipeline. Ob die kommen, weiß ich nicht. Kann nur sein, dass die Server morgen offline geht. Wir haben gestern zum allerersten Mal den Boxring entdeckt, Alter. Der Box und Alan Harper aus der Hood zu spielen. Der macht das doch. Wie viel besser, Dev. Hallo, Dirk. Ach, der, wo ich den Ali lese. Ich habe vorhin mit dem Ali übrigens im Discord geschrieben. Und ich habe den Rat gegeben, dass er seinen arabischen Charakter spielen soll. Aber so Sachen wie die Religion und andere Sachen einfach rauslassen soll, weil es viele Spieler geben wird oder viele Zuschauer aus irgendwelchen Streams, die das nicht trennen können. Und ihn dafür haten werden. Vielleicht nicht haten, aber er wird auf jeden Fall sein Fett abkriegen. Wenn er nochmal so Sachen sagt wie, yo, ne, ich werf Steine auf dich. Ich schmück das jetzt ein bisschen aus, damit er nicht so heftig klingt. Hat der Ali aber auch eingesehen und hat gesagt, yo, lass ich weg. Finde ich gut. Ali, du bist ein Juter. Mach weiter so. Aber lass den Quatsch da. Und auch mit Al-Qaida und was du da gestern alles erzählt hast. Die Leute verstehen sowas nicht. Also es gibt Leute, die sowas nicht verstehen. Und wir befinden uns momentan in einer Zeit, ne, wenn man sich die Nachrichten mal anguckt, auch wenn das vielleicht schwarzer Humor ist, ich mache auch ganz oft schwarzen Humor, ist einfach unangebracht. Und vielleicht auch respektlos. Einfach sowas aus dem Spiel rauslassen. Ich denke, das sind Amateurfehler. Und da freut ihn okay, in der Öffentlichkeit eher nicht so. Ja, muss halt aufpassen. Ich habe schon auch ganz schon dolle Sachen gesagt im MP. Ich habe mal eine Textzeile von Kollegen im MP zitiert. Na, egal ob deutsche Kroatinnen, Russinnen und bla bla bla. Da wurde ich in dem Discord als frauenfeindlich beschimpft. Und dass ich die Frauen ja nicht schätze und so. Und dass ich ein absoluter Sexist bin und was weiß ich, Alter. Aber nett, dass es ihnen jemand früh genug sagt. Ja. Ich habe ihn nicht angeschrieben. Ali hat mich angeschrieben und hat gefragt. Alles fein. Der Bot schon wieder tot? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach, Kacklied weg, Alter. Ich lasse den nochmal neu. Das kann ja nicht angehen, dass der Bot andauernd abschmiert, ne? Warum? Hey, to join bot. Guck mal. Ja, ich habe aber beim Bot nichts neu eingestellt. Headbutt.
Modul. Habe ich alles aktiviert, Alter. Oh, willst du mich prellen, Alter? Schau bei Gott, ich wechsle die Seite. Er steht drin, dass er da ist. Der war auch vorhin da. Hallo, Wookie. Das Ding ist ja auch, wenn ich das Spiel ändere mit dem Befehl, funktioniert das auch. Rachel, weiß ich noch nicht, mal gucken. Da steht, der ist jetzt gejoint, ohne Probleme. Ey, ich deaktiviere den die ganze Zeit. Bugiel! Da steht auf jeden Fall, dass der joint. Boah, Bro, ich guck jetzt in der Zuschauerliste. Jo, der ist drin, aber er reagiert halt einfach nicht mehr. Nifty kenne ich nicht. Naja, der hat vorhin nur Befehle, bevor ich angefangen habe zu streamen, hat der Befehle ausgespuckt. Keine Ahnung. Schmeiß den nochmal raus. Tschüss, Moses! Moses! Ich schmeiß den halt raus und er bleibt immer noch drinne. Oder wir warten, ich schmeiß den mal raus und wir warten mal in 5 Minuten. Moses, vielen lieben Dank für 6 Gifte Zaps an Packs. Gar nichts gemacht. David Carinius. Robocock und Duff. Und Burki Max, Dankeschön für den Prime im 11. Und Faith, Dankeschön für den Wisdom im 14. Und Freak Skiller oder Freak Skiller, Dankeschön für den Wisdom im 13. 12 Monate in Folge. Was, Bruder? Nix. Ja, aber warum ist denn der nur aktiv, wenn ich offline bin? Ist der dumm oder so? Sind wir denn hier? Jetzt dodgt nicht nur der Streamer, sondern auch der Bot. Das kann ja nicht angehen hier. Ich hab ihn halt aus dem Chat rausgeschmissen und er ist halt immer noch drinne. Stream Elements Bot reagiert nicht. Das sind jetzt nochmal Join. Der ist gejoint. Ach, das ist doch so eine Kacke, Alter. Seit wann funktioniert denn nicht mehr? Ja, oder? Warte, das machen wir mal. Yo. Yo, Bro. Yo. Er hat's rausbekommen, woran es liegt. Wer hat das geschrieben? Lazarus, du bist der Held der Stunde, Alter. Jejeje, das hat aber vorher funktioniert. Scheiß drauf, Digga. Da können wir mal klatschen. So ein Ding ist das also. Scheiß drauf, Digga.
Krass, yo, cool. Schlottino, danke schön für den Wiesam noch einen 10. Ab in die Pirmes, Alter. Jetzt geht er wieder. Super duper, mega sloopy dupi. Rest die Pommes, Bruder. Ging, ging. Hallo, Hausi. Okay, der haut aber nicht. Okay, was ist mit dem Server los? Ich sag nicht, der Server ist offline, Alter. Dreh aber durch. Warum kann ich nicht connecten? Ah, jetzt. Ich möchte Curtis Kusch mit diesem Satz, der mein. Hat die Oma direkt gelöscht, Alter. Nee, Server ist nicht voll. Jetzt geht. Oh, gutes Lied. Und Stancy, danke schön für den Wiesel im 10. mit Keiko's Love. Spaß in der Pommes. Das Lied noch kurz zu Ende hören. Geht doch. Hallo Schuttler. Bugir und Flowmar, dankeschön für den Prime Sub im 19. Monat. Dankeschön. Ja, komm. Hallo VOD, ihr wunderschönen Menschen, was geht ab? Bugir. Und Schuttler, vielen lieben Dank für den Prime Sub und herzlich willkommen. Jo, was geht ab? Ja, wo bist du? Jo, ich musste mich verstecken gestern. Ich habe hier an so einem Schrottplatz gepennt. Ach so. Mein Arsch ist gebrochen. Ja, an so einer Autowerkstatt. Autowerkstatt. In der Nähe vom Flughafen, glaube ich. In der Nähe vom Flughafen. Weißt du, was mir gestern noch passiert ist? Nee. Soll ich dir erzählen? Ja. Ja, hörst du mir zu am Phone? Irgendwas stimmt in meiner Hand nicht. So, erzähl. Die wollten mich doch gestern festnehmen. Ja, verschisse. Dann hat mich so ein scheiß Dreckskopper
in so eine Seitenstraße gefahren, ist ausgestiegen, hat sein Knüppel in die Hand genommen und wollte mich verdreschen. Oha! In der dunklen Seitengasse. Die haben mir aber keine Handschellen angelegt und ich hatte meinen Schlaggänger bei. Dreimal darfst du raten, was ich gemacht habe. Du hast den weggeknüppelt. Ich habe den zurück in seine Mutter geboxt. Yeah, nice. Das ist mein Buh. Dann bin ich weggerannt, dann kam mir ein anderer Kopf entgegen. Dem habe ich irgendwas aufgetischt, bin nach Hause. Habe ich mich versteckt und mit Big Doodle habe ich abgehangen. Und dann auf einmal kamen die Koppers wieder, bin ich weggerannt und alle unsere ganzen Homies standen da. Und dann haben die abgeknallt, hoffe ich. Ja. Das klingt doch gut. Und jetzt bin ich auf Flucht. Ich bin hier gerade mit G, die haben den auch geknüppelt. Ja, ich glaube, die haben Jojo verprügelt gestern. Deine Fässer hat übelst gebootet gestern. Kann mich einer abholen kommen? Ja, wir können dich abholen kommen. Schick mal Standort. Okay, aber schreib mir zurück. Ich glaube, ich bin ein bisschen krank, weil ich draußen schlafen musste. Schreib mir bei WhatsApp zurück, ob der Standort angekommen ist. Ja, mach ich. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bye, have a beautiful time. Und Gysi, dankeschön für den Resub im 12. Und Colonel, dankeschön für den Resub im 51. Monat. Sein Bildschirm wieder, ne? Keine Ahnung, ob er denn in den Knast geht. Ich hoffe nicht. 51 Monate, Alter. Das ist locker über ein Jahr. Passt. Das ist aber auch keine Standardgarage hier, Dings, ne? Nee. What the fuck? Wo sind wir denn hier, Alter? Voll geil. Auf welcher Seite vom Skript sind wir? Weiß ich nicht. Ja, da lacht der Juri wieder. Juri, ich habe deine Tuning-Werkstatt gesehen. Die ist absolut insane, Alter. Ich freue mich schon. Ich hoffe, dass irgendwie mal so eine Lowrider-Szene entsteht, Alter, wo man so abhängen kann. Hab ich richtig Bock drauf. Ja, Hoodie, ist schon geil. Woran kann es eigentlich liegen, dass ich manchmal so Texturfehler in MLOs habe? Ich war zum Beispiel auf dem Testserver heute Mittag und dann ist das Krankenhaus, Alter, vollgespammt worden mit irgendwelchen Random-Texturen aus GTA. Stimmt, Timmer, kannst du mit dem Juri arbeiten? Nein, der Timmer macht Dings. Der Timmer soll Abschlepper machen. Much-PC, du kriegst gleich eine. 120 Make-Out Hill. Jo, was geht ab? Jo, was geht ab? Ich muss mich unbedingt umziehen gehen, meine ganze... Alles dreckig. Was? Alles dreckig?
Ja, guck, nimm mein T-Shirt an. Ich hab draußen gepennt. Riech mal. Ich kann nicht so. Riech mal unter der Arme. Riech mal. Sehen, warum. Ja, ich kann schlecht nun. Warum? Ja, weil ich fahre. Du kannst doch riechen. Du sollst nicht an dir riechen, du sollst an mir riechen. Ich riech das bis hier vorn. Wie hier vorn? Ich sitze auch vorne. Oh, Caro. Hey, was soll das? Jo! Bist du betrunken? Warte mal, du sitzt vorne, aber dann fehlt doch jemand. Wer fehlt denn? Wen hast du nur mitgenommen? Die war irgendwo hier. Wann ist der denn ausgestiegen? Ich ruf den an. Er geht nicht dran. So schlecht bin ich auch nicht gefahren. So ein Arschloch. Er wird geschossen. Wo? Ich habe von rechts Schüsse gehört. Von rechts? Kannst du hier links fahren? Da vorne ist ein Store, da kann ich mir nur Klampen unten kaufen. Gedodged. Vergessen, wie gut du darin bist. Schau dir ja nichts von mir ab. Hey, was geht denn jetzt ab? Warum rennen die Leute weg? Weiß nicht. Was hast du gemacht? Weiß nicht. Wahrscheinlich haben die gesehen, dass ich am Steuer bin. Ich weiß nicht warum. Jeder hat da immer Bedenken. Kann ich den gar nicht verübeln. Ja, wie? Verstehe ich nicht. Was geht ab, Serkan? Dankeschön, Bruder. Und Mr. Law, dankeschön für den Reset im 47. Monat, Alter. Bruder! Ja, was grün? Hier, ich kriege aber einen Anruf. Hilfe, Schissel. Kannst du fahren, bitte? Okay, ich bin gleich da. Ich hab gar nicht gemerkt, dass du ausgestiegen bist. Du kannst ihn nicht abholen. Ich zieh mich kurz um. Einfach sagen, hast du gehört, du Blöde? Ja! Dann geh den abholen. Zieh mich kurz um. Ja, geh! Yo! Ich hab gar nicht. Was, da ein Hund drin? I don't know about you, but I'm ready for a shot of No-Go Vodka, like, right now. I don't care. Hallo? Was ziehen wir denn heute mal an? Hallo Chris Anthem. Verbacktes Scheißdings, Alter. Junge, die Textur ist 15 MB groß. Wart mal. Puh. Ich dachte schon, der Testserver gepusht. Hamney Bank tomorrow and quit my job, or I'll be the president of Hamney Bank. It'll be a good day. I don't care. Können wir uns so raustrauen? Das ist der richtige Tors. Naja, die Kipske.
Mit meinen Nasenzähnen, Alter. Und du musst ja nicht die ganze Zeit. Das reicht, wenn du ein Accessoire in grün hast. Ja, warum funktioniert die Texte? Bye, also? Have a beautiful time. Erst auf. Ja, was geht ab? Alles klar bei dir? Die. What up? Nix geht ab. Butchie. Dick. Ich hab gar keine Hasenzähne. Hast du ja wohl. Hab ich ja nicht. Hab ich ja nicht. Du hast voll die Hasenzähne. Du hast Hasenzähne. Ich will mir auch eine fancy Brille holen. Dann hol dir nur eine. Aber mir stehen nicht so gut Brillen. Guck, die sind alle zu groß für mein Gesicht. Ja, die ist so fett. Die ist so cool. Ja? Ja, und da wollten die Wichser mich gestern knüppeln, ne? Ja. Mhm. In so einer Seitengasse. Ja, mich haben die geknüppelt, die Wichser. Ich hab den Typ komplett auseinandergenommen. Die haben mir keine Handschellen angelegt und ich hatte meinen Schlagring dabei. Der hat mir einmal geil auf die Schulter gehauen und dann hab ich den weggefickt. Oh. Die ist zu klein für deinen Kopf, Mila. Okay. In der Nähe vom PD ist ja so ein Parkhaus, ne? Mhm. Da sind die reingefahren, da haben die mich aus dem Auto gezerrt und dann hat der Wichser mir ins Gesicht geschlagen mit einem Knüppel. Fucking Pisser. Hat übel geblutet, Mann. Ich will doch keinen Sonnenbrille. Ich verstehe das Scheißmüll nicht. Bring meinen Hasenzähnchen nicht so zur Geltung. Wir müssen aufpassen, Mann, die haben uns richtig auf dem Schirm. Jo, also gerade nach gestern, Mann, da. Boah. Ich will nicht wissen, was gestern draußen noch abging, Alter. Ich glaube, Jojo hat auch auf die Fresse bekommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass der in der Zelle irgendwie getasert wurde schon wieder. Ach, du bist richtig blass, Mila, ne? Ja? Du bist echt richtig blass. Oh. Du bist. Hast du einen Geist gesehen oder so? Ja. Das stimmt nicht, Kiwi. Das okay, ist nicht so. Oder was? Ist nicht um 20 Uhr fängt der Scheiß an, ne? Ja, seid ihr sicher, dass das heute ist? Raven meinte heute. Ja. Oh, ich hab mir den Lippenstift aufgetan. Findet ihr, steht mir? Was denn? Kann die mal versuchen anzurufen. Der dunkle Lippenstift. Ja, aber siehst voll edgy aus. Voll edgy. Durch den Monsun, let's go. Hallo? Wir ist der Scheiß heute? Willst du zum Friseur? Dann lass uns zu. Wie auf nächste Woche. Für mich ein bisschen zu edgy. Ja, yeah, komm, Bill Kaulitz. Boah. Was geht ab, Bumper? Warum wurde das verschoben? Was wurde verschoben? Oh, ich hab Halsschmerzen ein bisschen. Aber wie machen wir das jetzt auf die Schnelle dann? Ja, wir brauchen halt Leute dafür, ne? Also, wir können ja nicht mit 5 Leuten hingehen und dann da irgendwie auf Underground-Boxing-Scheiß machen, so. Warum nicht? Okay. Ich kann nicht mehr. Ist das deine Karre? Meine? Hab ich geliehen, ja? Verschissen.
was okay, für ich, Auto? Okay, ich quatsch das mal mit den anderen ab. Okay, bis später. Oh, eine Anzeige. Hab PDA auf, hab keine Nummer. Das wird wohl irgendwie auf nächste Woche verschoben und Raven meinte, ja, wir können das ja selber machen. Ja, oh, was haben wir jetzt denn, was haben wir damit zu tun? Ja, nichts, Mann. Ich wollte mir das eigentlich nur angucken, Mann. Vielleicht selber boxen so. Hilfe, Schisse. Die meinte, ja, wir können da ja einfach hier so eine Anzeige schalten und dann... Ja, oh, kommt alle zum Schrottplatz, wir hauen uns gegenseitig die Fresse an, weil ich weiß nicht, wie schnell die Cops da sind. Vor allem suchen die uns, also mich suchen die auf jeden Fall. Ja, dann wird das ja umso besser. Ich muss halt richtig bedeckt bleiben. Ja, bedecke dich. Zeit, dass wir uns eine scheiß Knarre besorgen. Aha. Aber die Wichser aus dieser komischen App wollen keine verkaufen. Die wollen scheiße, nur Mann, scheiß Diamantringe haben. Das OG im Knast ist, Mann. Der hat ja den Scheiß immer früher besorgt, weißt du? Nee. Mann, ich will doch sehen, wie leicht das sich aufs Maul. Da ist schon wieder diese Oma. Sag mal, Kork, die will wieder 5 Rolex haben. Schon wieder. Ja, aber Mila, sie ist positiv. Wenn du willst, kannst du auch nächste Woche mitboxen wahrscheinlich. Außer du wirst ja, wieder außer angefahren. Du verletzt dich heute wieder. Wollt ihr wetten? Ob du angefahren wirst? Ja, ob ich heute im Krankenhaus lande. Wollen wir wetten, dass ich heute schon wieder im Knast lande? Ja, auf jeden. Fängt euch! Dreckigen Wichser! Oh, ihr Penner! Deine scheiß Schnauze und schlag ich aus! Jo, jo, jo! Scheiße, steig ein! Jo, jo, jo! Fuck! Warum? Steig ein! Steig bereit! Fahr! Warte drauf! Scheiße, Mann! Haben die dich getroffen? Na klar haben die mich getroffen! Oh mein Gott! Guck mal auf die Minimap! Oh mein Gott! Fahr gar nicht! Oh mein Gott! Ah, mein Arm! Mein Arsch ist gebrochen! Oh mein Gott, jetzt muss ich so auch noch zum Krankenhaus! Mit diesem edgy Look! Burger! Wir brauchen unbedingt eine Knarre, Mann. Ich sag dir, wie es ist. Fuck. Wo soll ich wissen, dass da so viele Motherfucker sind, Alter? Ja, keine Ahnung. Ah. Scheiße, halt durch, Mann. Wir sind gleich da. Scheiße, mein Tank ist gleich leer. Jo, blutet nicht so krass. Oh mein Gott, wie dein Tank ist leer. Mein Tank ist gleich leer. Jo, drück auf die Tube, Mann. Die Tube. Wieso hast du nicht getankt? Naja, hab ich irgendwie... Jo, willst du mich verarschen? Ach, das geht noch. Wippt ein bisschen vor. Immer dasselbe. Wippen! Jungs! Wir wippen nicht. Fuck. Ah, fuck, Mann. Ich ruf Dings. Das kann nicht wahr sein, Alter. Es kann einfach nicht wahr sein. Okay, Schisso. Fuck, drück mal irgendwie seinen Arm ab oder so. Ah, ich halte ihn schon fest. Blutet nicht so krass. Ja, wir müssen... Nur gestriffen. Ich hol ein Auto. Verschisso. Ja, warum tankst du deine Scheißkarre nicht? Willst du mich umbringen? Will ich dich umbringen? Willst du dich vielleicht selber umbringen, indem du einen Kampf mit denen eingehst? Ich glaube, die haben mir in den Arsch geschossen. Es tut weh. Fick mich nicht für deine Scheißfehler. Ich bin jetzt wie Forrest Gump. Ja, ein Volltrottel. Ja, fick dich, lern tanken. Lern du, Situationen einzuschätzen. Ich habe nur die 2 Motherfucker gesehen. Und der eine hat auf die Fresse verdient. Ich soll nicht wissen, dass die da mit 500 Leuten rauskommen. Ah, mein Arsch juckt. Dann kratz. Tu ich doch. Gut. Fick dich. Fick du dich. Ah. Fuck, Mother. Du bist ein Fuck, Mother. Du bist
You are in the wrong motherhood, neighbor fucker. Nein, du warst der in the wrong neighborhood und denkst, du kommst klar damit. Du beschätzt dich ein bisschen selber, ne? Bist nicht unsterblich. Voll Schisse. Jo, park so weit weg. Jo, kannst du ein bisschen näher fahren? Vielleicht wir brauchen Hilfe. Jo, was passiert? Jo, der wurde angeschossen. Kannst du dein Auto hierher... Oder nein, never mind, da kommt schon jemand. Okay, alles gut. Wurde ein Mediziner gerufen, oder? Nee. Also, keiner erreichbar. Komm, steh auf. Steh auf. Komm rein, Mann. Fuck. Okay, tschüss, ne? Ja. Mach rein. Ja, wann der? Keine Ahnung. Komm und stehen, dass dir die Wichser. Ich glaub, das sind auch Cops vom Krankenhaus. Oh mein Gott, die werden mich verhaften. Mm-mm. Du musst mir helfen. Ja. Komm. 100% verhaften die mich, die Wichser. Yo, Shorty, danke schön für den Prime-Sub im 44. Ach, lass mich in Ruhe. Und Taki, danke schön für den Prime im 27. Was ist denn hier los? Nix. Und Maybe Painless, danke schön für den Resub 29. Mann ey, warum hau ich den denn auch in die Fresse, Alter? Cover Restart 2020. Okay. Stimmt, jetzt weiß ich ja, warum keine Medics da sind. Das ist irgendwann wieder verbuggt, aber der Nick hat gefixt. Oh, das geht mir richtig auf den Sack mit dem Husten. Scheiß Reflux, Alter. Mann! Chat! Warum sagt ihr mir nicht, dass ich den nicht hauen soll? Ihr macht doch sonst auch immer Backseat Gaming. Ihr seid schuld. Jetzt sitze ich hier, gebrochenen Arsch. Schusswunde. Wollt schreiben, aber was Sub Only? Ja, die Klappe, Shorty. Ich glaube, ich habe noch nie auf diesem Twitch-Kanal Sub Only-Modus reingemacht. Shorty nicht mal VIP frech. Weißt du, was frech ist? Dass wir dem Shorty dabei geholfen haben, dass der eine Autowäsche bekommt. Erstens, der uns nicht mal zeigt, wie das Auto gewaschen wird, in Form von einem Video oder Bilder, obwohl wir dem geholfen haben. Zweitens, der hat gesungen und wollte noch ein Lied rappen, hat der nie gemacht, Alter. Obwohl wir den supportet haben auf fucking Instagram. Das ist frech. Das ist richtig frech. Gott, die hat nur genommen, anstatt zu geben. Weißt du, was wir nächstes Mal machen, Chat? Wenn ich sehe, dass der wieder an so einem Gewinnspiel teilnimmt, da wohnt man für seinen Gegner. Dann wird der weggefickt von so einem Opel Corsa mit rostigen Dings, Alter. Mit rostigen Reifen. Und kaputter Auspuff. Das machen wir nämlich. Ich hab dich im Auge, Shorty. Ich seh das da. Wie in seinem Sex, oh mein Gott. Okay, Schuss ging in eine Kette. Ich kann aufstehen. Huch.
Ja, ja. Machen wir wieder meine Verletzten. Wurde mich im Arsch geschossen. Naja, Schotti, hau ab mit deinen Ausreden. Ach, aua. Ja, alleine sind die halt nicht stark, Mann. Ist halt, ne? Streifschuss am besser? Arm und die haben mir im Arsch geschossen. Hast du jetzt so einen Sitzring oder so? Nee. Haben also, wir sowas zu Hause? Als ob wir uns sowas leisten können. Hä? Oh, apropos. Aber ich kann basteln. Ich hab schon wieder Geld verloren. Geld verloren? Nur ein bisschen. Ja, vorhin war der... Das ist doch gestimmt. Nee, doch, aber die Medics sind gerade nicht da, aber das System gleich gefixt wird. Also. Aber. Du musst knutschen, ne? Doch musst du, hat der Doc gesagt. Was? Den Arm meinst du, oder? Also. Ja klar, was meinst du denn? nix, alles gut, Mann. Okay, dann komm. Raven ruft an, ruf du die mal zurück. Ich hab keine Lust zu telefonieren gerade. Ich bastel dir. Du musst deine Superbitch zurückrufen. Mein Superbitch? Ja, Raven hat mich angerufen. Achso. Ja, mach ich. Verstehe sie. Ja, jetzt. Ja. Immer so ein Druck. Die haben die einfach in den Arsch geschossen, Mann? Was sind das für Wichser? Ja, die Wichser haben mir in den Arsch geschossen. Ich bin Forrest Gump. Au, das tut weh. Die Sitze sind nicht so bequem wie im Glendale. Das tut so weh. Dass wir jetzt irgendwie über so Bodenschwellen fahren müssen. Oh mein Gott, okay, mach's nicht! Dann fahren wir dahin. Alright, danke schön. Bye-bye. PDM ist offen. Oh, dann okay. Typ ist dahin. Gerade da. Warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich genug Geld hab. Warte, halt mal kurz. Wir müssen zum Bunker. Ich muss Kohle holen. Was macht denn die da? Auch nicht. Was tut so weh? Mein Glendale springt nicht mehr an, ne? Warum? Weiß ich nicht, Mann. Vielleicht irgendwas hast du im keinen Arsch. Tank. Nee, getankt habe ich. Lass mal zum Bunker. Wo ist der? Ja, links Hotel. Ach so. Ich muss doch Kohle und ich muss das Fahrzeug bezahlen. Du musst die Kohle aber auf dem Konto haben, ne? Ja, aber zahl dich doch hier ein. Ne, ich wollte es dir nur sagen, falls du nicht weißt. Aber mein Arsch tut weh. Ey, einparken kann ich, ne? Da, also wirklich. Ich kann auch voll einparken. Verstehe. Zum Beispiel auch mitten auf der Straße, oder? Naja, es war aber trotzdem nicht unbedingt schlecht. Ha, super lustig. Ist doch nicht so, als hätte ich Schmerzen, ne? Okay. What happened now? Kurze Reset-Pommes hier. Oh, gute Lied, ja? Gute Lied, hallo Chat. Wie geht's, wie steht's? Ich wurde, glaube ich, schon 50 Mal angeschossen, Alter. Oh, je. Sonntag, ich liebe dich. Sonntag ist der schönste Tag. Oh, Lied ist echt gut. Gar nicht zurecht.
Hallo? Hier kann man gar nicht reden. Hallo? Hallo? Hi. Mein Arsch tut weh. Nein. Hä, warum sollte? Ich habe einen super Gaming-Stuhl. Ich sitze auf zwei Paletten, zwei Kisten Coca-Cola. Ja, aber nur von dir. Kann man ja wohl. Kann man ja wohl. Kann man ja wohl. Was seid ihr da? Da warst du wieder da. Ich hoffe so sehr, Nick, dass du die Dings nicht gepusht hast, ne? Die Klamotten. Weil dann ist alles verbuggt. Was? Können wir machen, wenn du Bock hast? Ja, alles klar. Hallo, Baba Geister. Hör mal ab. Geh weg mit deinem Stream. Ja, komm. Hau ab. Hau ab, Mann. Boah, der Tag ist heute so schön, weil ich deine Stimme höre. Geh weg. Der hat absolut mit Sicherheit. Warum habe ich lange Rose an? Oh mein Gott. Was hat denn für ein Lied? Weg damit. Hallo, VOD, hier sind wir wieder. Geht ab. Ja, ich geh kurz mein Geld holen. Hast du gehört? Ja, ich bleib hier oben. Ja, abgehoben. Oh, Schiss. Hast 719. Oh mein Gott. Was kostet die Scheiße nochmal? Siebentausend oder so, ne? Die Karre im Arsch. Wer das, der will nicht mit mir reden. Wer denn? Wer? Na G. Warum? Warum qualmt die Karre? Weiß nicht. Was haben die gemacht? Hast du einen Magnet mitgenommen? Ich war kurz drin und komm wieder und... Also ich war, ich glaube, wir brauchen nicht eine Abholung. Ja, wo? Was ist mit der Motorhaube, Mann? Ja, ich war das nicht. Jetzt sag nicht, man kann mit gebrochenem Arsch zum Dings rollen. Sag mal Raven, ob die uns abholt. Ja. Mila hat schon wieder am Motor rumgefummelt. Hallo? Was ist? Du bist bar. Wir sind beim... bei meinem Hotel und ja, Curtis hat Schmerzen, einen gebrochenen Arsch. Das ist nicht lustig. Ja, nicht lange lustig. Geschichte. Ist so, wenn man Timmer im RP hat, ja, dann hätten wir dicken Abschnipper. Oh. Das heißt, wir müssen selber dahin. Ich muss vorher zur Bank Geld einzahlen. Ja, dann gehen wir halt. Okay. Kann ja, ich hier mit gebrochenem Arsch kann ich jetzt zur Bank laufen? Rüber.
Ja, das, du hältst die Klappe. Das schafft er, glaube ich, nicht. Warum? Warum? Okay. Warum hast du mich nicht aufgehalten? Ach komm, du bist kein kleines Kind mehr. Ey, geht schon mal vor, ich komme gleich noch. Weißt du, was du bist? Ein Schweineschwanz. Ich bin ein Gangster. Lutscher. Du bist ein Lutscher. Nö. Reinsten aller. Ich bin verdammter Gangster. Oh oh. Weißt du, was du bist? Hier was? Links würdest du wohnen, hätte ich dich nicht geholt. Das ist so gelogen. Du Pennerolle. Du bist ein Penner. Was machst du? Hand. Ja, ich bin verletzt, Mann. Ja, okay. Schwanzlutscher. Du bist ein Schwanzlutscher. Hast du heute geduscht? Hab ich vielleicht draußen gepennt? Ja. Ich dachte, du warst irgendwo. Wo soll ich denn sein? Ja, keine Ahnung. Hast du nicht gesagt, dass du mit irgendwen warst? Ich habe in der Werkstatt gepennt, Mann. Ja, okay. War da keine Dusche? Ein Wasserschlauch? Wir haben nicht mal zu Hause eine Dusche. Weil Rakim die kaputt gemacht hat. Ja. Ich muss Geld einzahlen, Schalter. Aua. Hallo. Ich möchte gern $4,900 auf mein Konto einzahlen. Hier ist meine Karte. Curtis. Kusch. Schwanz wie ein Goldfisch. 4.900. Okay, dankeschön. Was ist denn jetzt los? Was machst denn du da hinten? Warum guckst, warum guckst denn du so auf einmal so? Wie? Der ist so grumpy. Guck was mich an. Du? Was willst du? Was ist? Was ist? Was ist mit deinem Gesicht? Wurdest du von der Biene gestochen? Was? Du guckst voll grumpy. Du guckst voll grumpy. Guck doch mal, sei doch mal glücklich. Alles super Sportler hier, rennen den ganzen Tag durch die Stadt. Komm jetzt. Ja, ich bin noch hinter dir. Ich hol dich eh ein. Opa. Ja, komm. Guck mal, eine fahrende Cola-Dose. Was ist denn jetzt los? Sag mal, bist du bescheuert? Du dumme Nutte? Davor, da. Jo. Jo, so ein Scheißproblem. Was war das denn? Ja, und über auf Crack. Sehen die nicht, dass wir grün haben? Bin ich hier mit gebrochenem Arsch jetzt? Da, guck mal da vorne. Usain Bolt, renn den ganzen Tag durch die Stadt. Die fastest fuck, boy. So renn ich, wenn die Cops hinter mir her sind. Ja. Ich auch. Mit dem Unterschied, dass man dann einen Taser in den Rücken bekommt. Nee. Also, ich hatte gestern einen Taser bekommen, ohne zu rennen. Jo, ich auch. Die Fuckmother. Die was? Fuckmother. Was ist denn das? Hallo? Herr Kusch, Staatsanwalt Park hier. So, darf ich Sie kurz stören? Ja, was los? Wegen dem Gerichtetest. Ja, würde ich Sie gerne noch auf eine Sache hinweisen. Das können Sie dann entscheiden, wie Sie das möchten.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Frau als Zeugin anwesend ist und eine Aussage machen soll, zum Beispiel zu Ihrer Verteidigung, dann können Sie die gerne mitbringen. Ansonsten würde mir persönlich auch die Aussage, die sie beim PD abgeliefert hat, reichen. Das müssen Sie entscheiden, wie Sie das haben. Hey, man. Okay. Jo, keine Ahnung. Ich krieg keinen Pflichtverteidiger und Anwälte gibt's auch nicht. Ja, Pflichtverteidiger wäre ja ein Anwalt, aber wenn wir leider keinen Anwalt haben... Ja, aber ihr müsst doch einen stellen. Nicht herzaubern. Wenn ihr doch schon so eine Justizier seid, müsst ihr doch einen stellen. Ich habe ja nichts mit den Anwälten zu tun. Ich bin Staatsanwalt. Und wenn hier gerade kein Anwalt tätig ist, ich keinen herzaubern. Ja, alles klar. Gut. Dann wissen Sie Bescheid, morgen 20 Uhr. Hab ich gar keinen Bock drauf. Das System, das ist jetzt Kritik. Das System, was hier versucht wird zu machen mit Judikative, kannst du die Toilette in den Toilette runterspülen. Kannst du direkt in eine Mülltonne werfen. Was für ein Quatsch, Alter. Warum übergibt man einfach die Judikative nicht den Bullen, damit die einfach verurteilen können, wenn man auf frischer Tat ertappt wird oder Indizien dafür hat? Warum macht man so einen Aufriss dafür, wenn es noch keine Anwälte gibt und so? Und noch keine Pflichtverteidiger? Klingt so dumm, Alter. Ohne Witz. 15 Minuten. Quatsch, stell mich wieder voll, Staatsanwalt. Oh Gott, boah, was wird der schon? Ach, ich kann dich als Zeuge mitbringen. Ich bekomme aber auch keinen Pflichtverteidiger und einen Anwalt habe ich auch noch nicht erreicht. Anscheinend ist er kein Anwalt. Also gehst du in den Knast? Jo, wahrscheinlich schon. Weil ich keine Ahnung von dem Scheiß habe und der mich auseinandernehmen wird. Wenn du willst, verteidige ich dich. Ach, der kann meinen Schwanz lutschen. Ich geh da nicht hin. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ich lass mir lieber von der Polizei direkt einkerken, bevor ich mit dem Affe rede. Ja. Ich gehe da auch nicht hin, Mann. Da verstecke ich mich lieber. Sollen die doch einen Haftbefehl aufschreiben? Dann gehe ich wenigstens direkt in State Prison. Muss mir den Scheiß nicht reinziehen. Das ist der OG, Mann. Ja, genauso wie auf L. Die Leute verstehen einfach nicht, dass judikatives LP auf der Art und Weise nicht funktioniert. Verstehe ich nicht, warum man das immer wieder versucht durchzubuchsen. Wollen wir uns eine Chopper kaufen, Mann? F-620. Nee. Würdet ihr das nicht so fühlen, oder? Nee, ey. Ja. Und auf keinsten. Alright, ja. Einmal das Felon-Modell. Hier allerdings ein Viertürer. Gibt's den auch als Cabrio? Den Felon haben wir. Oha. Ja. Ich habe den noch. Ich lese keine Gesetze durch. Das ist die Cabrio-Version, das müsste ich gleich mal reingucken. Das ist dann aber eher die Limousine, einmal den Oracle XS. Ich werde einfach nicht hingehen, ich werde einfach kein RP machen. Sollen die Bullen mich holen mit Haftbefehl und mich einsperren? Fertig. Ja, okay. Scheißegal. Jeder Gangster, der Scheiße baut und sich darüber beschwert, wenn er gefickt wird aufgrund von Indizien, ist sowieso dumm. Ich bin auch ein bisschen als Cabrio. Zweitürer. Vorgenau. Als, genau, Zweitürer. Sag einfach mal nicht ganz so viel dazu. Ich lasse das einfach mal ein bisschen wirken. Was machen die da, Mann? Ja, aber besser Polizeistaat, anstatt du jemandem wieder so viel Macht gibst, der über dich entscheiden kann, ne? Ich würde Montag dahin gehen. Ich kann mich nicht selbst verteidigen, weil ich bin kein scheiß Anwalt. Es gibt keinen Pflichtverteidiger, es gibt so keine Anwälte. Und der wird mir einfach irgendwas von Paragraphen und so erzählen, wovon ich keine Ahnung habe. Ja. Dann hätten wir noch weder IC noch OC, Alter, und ich kann da nichts gegen machen. Die Retro-Optik davon. Ah, okay, kein Problem. Hätte ich hier noch einmal den Jackal. Hört das? Name ist da Programm. Ich stand hier letztens eine Stunde, weil sich ein Typ jedes Auto auf dieser beschissenen Insel zeigen lassen hat. Wir hatten vorhin einmal... Wie Cabriolets? Ja, oh, was geht ab? Okay, Marco, dann einmal... Wie geht's deinem Arsch? Nicht gut. Das ist nicht gut. Braucht ihr noch lange hier? Guten Abend, ja. Was hast du? Die Dame... Hätte gerne eine ausgiebige Beratung, lässt sich einmal das Sortiment zeigen. Ich tippe mal, das könnte noch etwas dauern, ja? Oh, aber ich wollte meine Karre abholen. Ich wollte auch nur wegen meinem Bike fahren. Verschissel. Ja. Ja. Ja, okay. Können wir gerne machen. Babe, lässt du die Autos gucken? Nee. Ich hab kein Geld für Auto. Oh. Ja, was geht ab? Ich bin schwer verletzt. Ich kann jetzt eine Stunde rumstehen. Okay. Sollen wir den Krankenwagen rufen, wenn sie nicht gut geht? Nein. Oh, okay. Mir wurde in den Arsch geschossen. Ich bin verflucht, das heute. Sehr unglücklich. Gut, dann ist stehen wahrscheinlich die beste Option oder auf dem Bauch liegen. Okay, dauert das sehr, sehr lange? Wie kann ich... Nee, mach doch den vorgelassen.
Ich weiß ja nicht mal, ob meine Karre schon da ist. Kusch, wenn ich mich recht entsinne, waren das ein Primo, ja? Genau, und ein BMX von Mila. Ja, die BMX sind leider bei uns im Zoll hängen geblieben. Die sind leider nicht durchgekommen, das tut mir leid. Ihr Fahrzeug habe ich allerdings da, das ist gekommen. Wollen wir einmal ganz kurz zusammenschauen? Aua, na klar. Ja, kommen Sie einmal mit hier vorne, sonst, ja, dass wir nicht ganz so weiten Weg haben. Wir einmal durchschauen. Das ist der Primo? Das ist leider nicht der Primo, das Scheiße. Ist noch die falsche Seite vom Katalog. Den haben wir auch mit für 4. Da hätten Sie mir aber heute einen Tag versüßt. Das glaube ich Ihnen gerne. Muss einmal schauen, wo habe ich ihn? Genau, hier einmal das Modell Primo. Ui. Standardisiertes Auto. Jo, der ist dick. Absoluter Klassiker. Zuverlässiges Auto, kommen Sie immer von A nach B mit, ja? Lässt Sie auf jeden Fall nicht im Stich, solange man es nicht die Klippe runterfährt. Nee. Aber sowas mache ich nicht mehr. Die Manche Zeit machen ist vorbei, Mann. Die Zeit ist vorbei. Okay. Gut, wunderbar. Das Auto soll es sein, ja? Genau, auch schön Lackierung. Ja, zu der Lackierung kann ich momentan nichts machen. Die Lackierung, das Personalisieren der Autofarbe müssen Sie leider in der Werkstatt Ihres Vertrauens vornehmen. Nö, ich lasse den so, das gefällt mir. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass dieselbe Farbe aus dem Importcontainer kommt, da ich den Importcontainer erst öffnen kann, nachdem der Bezahlvorgang durchgeführt wurde. Ja, nicht schlimm, dann lass ich das lackieren, weil das nicht so wie das Modell hier ist. Ja, okay. Gut, ich mache einmal ganz kurz den Kaufvertrag fertig. Ich brauche einmal eine Minute, geben Sie mir einmal, ja? Und Dankeschön fürs Vorziehen. Ja, kein Problem, gerne. Ja, was denn? Guten Abend, die Herren. Ganz kurz, Herr O'Neill. Die reden über dich, aber ich weiß nicht, wie ich darauf kommen, Mann. Mir ist was dazwischen gekommen, ja? Da nehmen Sie das nicht persönlich. Okay. Ach so, weil du meintest in den Arsch oder so. Ich bediene gerade noch die Kollegen, dann bin ich gleich bei Ihnen, ja? Ja. Wunderbar, danke. Die hat Spiegel gemacht. War die beim Doc? Hat die Nasen-OP? Sieht aus wie junge Michael Jackson. Wie heißt die Nummer? Ich weiß nicht. Ich kenne die nur als Verrückte du, von der Brücke. Hattest oder so. Du eine Nasen-OP? Du siehst aus wie Michael Jackson, Mann, ehrlich. Ich muss ein Autogramm haben. Oh. Zu spät. Okay, ich habe jetzt hier schon den Kaufvertrag fertig. Ich bräuchte nur noch eine Minute. Okay. Wunderbar. Ihr Pullover ist kaputt da oben. Das ist ein Loch. Einfach. Oh. Stimmt, jetzt wusste ich, das ist mir gar nicht offen. Da muss ich irgendwo hängen geblieben sein. Vielen Dank, das habe ich gar nicht gesehen. Geh ich jetzt Rabatt? Leider nicht, das tut mir leid, die Kosten meiner Pullover kann ich leider nicht vom Auto abziehen, tut mir leid. Kein Problem. Herr Kusch, können Sie mir noch einmal den Vornamen buchstabieren, bitte? Curtis, K-U-R-T-I und S. Wunderbar. So, dann wird das einmal der Kaufvertrag. Wenn Sie sich dazu entscheiden, das Fahrzeug zu kaufen, unterschreiben Sie bitte einmal in Feld 7. Falls Sie sich doch anders überlegen, einmal Feld 8. Das wäre dann lediglich die Verzichtserklärung dazu. Na, ich unterschreibe das. Ja. Na, weiß ich nicht. Habe ich schon unterschrieben. Ja, ich schaue einmal. Genau, die Bezahlung ist auch durchgegangen. Wunderbar, das dürfte auch schon direkt von Ihrem Konto abgebucht worden sein. Ach, wird direkt abgebucht? Ja, müssen Sie einmal schauen. Das geht hier relativ fix. Müsste direkt von Ihrem Bankkonto abgebucht worden sein. Ja, wurde abgebucht. Sehr schön, genau. Das App gehen wir einmal zur Auslieferung. Das Fahrzeug wurde bereits auch auf Sie zugelassen. Können Sie in Ihrer Fahrzeug-App auch bereits einsehen, wenn Sie mir einmal folgen würden. Ich weiß, Sie können nicht so schnell. Das ist mein Auto? das ist leider kein Modell Primo. Oh, das in weiß. Scheiße. Das heißt knallrot, glaub mal. Ja, das stimmt. Also wir haben hier schon schlimmere Farben bekommen. Wie gesagt, also das Fahrzeug ist direkt auf Sie zugelassen. Sie können das Fahrzeug einwandfrei, ne, können Sie so, ist offiziell Ihres, können Sie so bewegen. Worum ich Sie einmal bitten würde, die erste Fahrt mit dem Fahrzeug bitte einmal in eine Garage. Ansonsten, wenn Sie das Fahrzeug irgendwo abstellen und sich in Ihr Loft oder Haus oder sonstiges zurückziehen. Bro, ich komme aus dem Ghetto. Okay, wenn Sie sich in Ihr Haus zurückziehen oder Villa, Karton, Mann. Ich weiß nicht, ich will da nicht vorgreifen. Dann bitte einmal, ist das Auto sofort im Impound, die ist hier schneller als die Polizei erlaubt, ja? Okay. Also bitte die erste Fahrt direkt. Was sagst du zum Auto? Mike, kann ich dich was fragen? Ja, bitte gerne. Was kostet so ein Street Blazer, wenn du an sowas rankommst? So ein Quad? Ich habe auch schon einen Schlüssel. Ja, ich glaube, das habe ich in den Katalogen gesehen. Das müsste ich gleich einmal nachschauen. Ich habe den Preis leider dafür nicht im Kopf. Okay.
Ja, wenn du eine freie Minute hast, schreib ich mir sonst auch ruhig per SMS einfach. Ist nicht schlimm. Ja, okay. Ich habe gesehen, dass du einen Schlüssel hast. Ja, Young. Ja, genau. Ja, okay. Ja, sogar elektronisch. Ja, das wäre korrekt. Wunderbar. Okay, gut. So, perfekt. Herr Kusch, danke, von meiner Seite wär's das aus. Dankeschön. Wünsche ich Ihnen sonst allzeit gute Fahrt und sichere Fahrt, ja? Danke. Ansonsten bei Bedarf kommen Sie gerne wieder. Alles klar. Wunderbar. Wünsche ich einen schönen Abend noch. Danke. Auf Wiedersehen. Pass auf. Falls sich das noch ändern sollte mit den Fahrrädern, falls sie doch noch kommen, werde ich mich melden. Kannst du fahren? Okay, das ist schön. Ja, ist okay. Ja, gut, schönen Abend Ihnen auch. Aua. Der ist ja richtig dreckig bei dem... Das ist meine Waschstraße. Wollte gerade sagen. Aber sieht doch gar nicht schlecht aus, Mann. Ist doch geil. Jo, das Adi. Oh, Scheiße. Hast wieder Krankenhaus. Das war 100%. Oh, mein Arsch. Muss ich mir das jetzt die ganze Zeit anhören? Was denn? Dass dein Popo wehtut? Ja, sonst höre ich das immer nur von dir. Ach du Scheiße. Ich sitze ja auch noch im Auto, ehrlich, Mann. Ja, können die ein bisschen Geld bei dem Waschdings? Was wollen die denn hier haben? Aua! Jetzt ein bisschen mehr. Ja, einmal Vollwäsche, aber volle Möhre. Volle Möhre? Ja, mit sexy Bikinis duppeln. Was? Ich mache übrigens nichts, ne? Ja, nur für mich natürlich. Das fährt von ganz alleine. Boah, mit Schaumbad. Mach dir eigentlich das Fenster runter. Yippie. Hui. Weiße Karre auffällige geht's nicht. Besser als knallrot mit roten Sitzen, ich sag dir ehrlich. Wo waren jetzt die Mädels? Hab ich auch nicht gesehen. Verarsche $10. Es gibt kein Trinkgeld. Wichser. Raven, schreib mir. Die Cops haben den PDM-Mann nach deinem Kennzeichen gefragt. Na. Telefonieren jetzt mit dem Glatzkopf. Guck mal da vorne. Ach Mann, das ist doch... Da vorne ist schon. Was ist denn das für... Was ist denn das für ein Schrott? Okay, lass das Auto lieber mal parken, Was ist denn das denn für Wichser? Haben die einen Snickers gefressen, oder was? Was sind denn das für Idioten? Richtige Idioten. Oh mein Gott. Absolute Power Ranger. Ja, Verschüsse. Der hat gesagt, ich soll irgendwie so zu einem Parkplatz. Raven, hat der Typ dem das Kennzeichen gegeben? Okay, gut. Oh, natürlich. Ach, komm. Ey. Ja, komm, ihr Power Ranger, zieht eure Scheiße durch. Vollidioten. Verstehe. Könnt ihr auch reden, was wollt ihr? Ihr seid auf dem Fahrzeug ausgefahren. Ja, ich verstehe kein Wort. Muschel nicht so rum, Schwanzlutscher. Wir haben Fahrzeugkontrolle. Alles gut. Ja, geht doch besser jetzt. Der Rest bleibt sitzen. Sie kommen bitte einmal mit. Herr Kusch. Was los? Wir haben eine offene Fahndung für Sie. Was habt ihr? Das heißt, Sie müssen uns jetzt leider begleiten. Okay. Kann ich den Schlüssel wenigstens noch abgeben, dass die Karre hier weggefahren werden kann? Ja, gib den Schlüssel ab. Nimm einer den Autoschlüssel. Nimm ich mit. Ich fass es nicht. Ich weiß nicht mal, ob das geht. Wir haben auch nichts Besseres zu tun, ne? Da wird schön. Ja, keine Ahnung.
mit chillen. Keine Ahnung, ich glaube, der Schlüssel ist kaputt gegangen. Steigen Sie bitte in das Fahrzeug hinten ein. Ja. Steig ein, Romanov. Hier, Medvedev. Das ist mein Streifenwagen. Ja, steig ein. Nee, dass die mich mitnehmen, ist fein, weil ich habe gestern den Jack verkloppt. Aber das mit dem Nummernschild ist ganz schwierig. Na, ah, hier, Autoschlüssel, oh fuck. Wusste ich nicht. Das mit dem Nummernschild ist reines Power-RP in meinen Augen. Kann sein, Benny, keine Ahnung. So. Sehen wir die Tür? Was, wollt ihr wieder knüppeln? Nee, nee, nee. Wird keiner geknüppelt heute. Heute ist Sonntag. So. Drehen Sie sich erstmal jetzt den Rücken zu mir, dann lege ich den Handschellen an und werden Sie durchsucht. Da von Ihnen ein hohes Gefahrenlevel ausgeht. Tanzen uns einfach auf den Autos rum. So, ich durchsuche sie jetzt einmal. Leitstelle hört. Check. Gut. Handy nehme ich ihn vorerst ab. Soweit zu deinem Bei. Dann kommen sie mit. Ihr schafft das, ja? Wir sind schon groß, wir schaffen das schon, okay. Ja. Tür ist offen. Einmal rechts rum. Ist so? Wie? Du dreckige, dreckige Tür. Naja, dass die da waren, ist ja fein, Alter, aber die soll nicht so reinschwitzen mit Nummernschild direkt aufschreiben und all den ganzen Bums. Ich schwör, ich muss jetzt gleich eintreten, ne? Mach du. Diese Marsch. Ja, warte mal. Ich geh mal kurz nach. Ja, warte, ich geh einen Ramburger zum Auto holen. Also du hast Hunger, irgendwas? Nö. Okay. Wechseltür zurücktreten. Funktioniert bei den Türen nicht. Dann gehen wir mal andersrum. Ja, Mann, ich bin verletzt. Ja, ich kann nicht so viel laufen. Mir wurde in den Arsch geschossen. Soll ich sie stützen? Nö, geht schon. Bauhilfe nicht. Nö, gibt's auch keinen Grund, sich zu klagen, ne? Na, hast du deine Eier wieder gefunden? Gut, das schreiben wir in die Akte. Jungs, der muss noch ganz bleiben, ne? Der Staatsanwalt kommt gleich. Nutzt die Chance, solange ich Handschellen an hab. Und versuche ich dir wieder den Hintern.
Ach, alles gut. Der hey, Staatsanwalt kommt. Ey, der Schlosser hat unsere Türen zugeschweißt oder so. Meine Fresse, Mann. Ey. Immer diese komischen Leute aus Rumänien. Ja, dann ein Verhörraum. Ja. Nee. Aha, oder auch nicht. Okay, sie wollen da rein, alles klar. Das ist meine Zelle. Okay. Soll ich aufmachen? Ah, Mann, ey. Da hat er mich doch verraten, die Drecksau. Hoffe ich. Und ich rufe den auch noch einen Krankenwagen. Ich bin schon ausraste, Alter. Mein Schlüssel ist kaputt. Aha. Oh, fuck. Können Sie sich frei bewegen, Sir? Ich bin frei! Das freut mich. Von den Handschellen. Andere RPler wären jetzt dafür gefeiert worden, wenn die weggerannt wären. Da hättet richtig Subs gehagelt. Ja, bin ich mal gespannt, was der den erzählt hat. Wir haben nur den Fisch gefangen. Geht wieder auf unsere Kappe. 10 Minuten im Dienst. Da haben wir den dicken Fisch gefangen, geht wieder auf unsere Kappe. Ich glaube, kannst du nicht aufbrechen. Da die Cops bei PDM waren, war fein. Ich habe ja auch mit dem Handy da hingeschrieben, ob das Ding auf hat. Das mit dem Nummernschild finde ich ganz, ganz schwer. Und ich bin gespannt, was der Jack denn erzählt hat. Herr Kutsch, brauchen Sie irgendwas? Essen, trinken? Kippe? Nö, ich habe noch was. Kippen habe ich auch noch. Haben Sie auch noch? Zeit habe ich keine. Ja, das, ja, gut, das glaube ich Ihnen gerne, aber da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Weißt du, du bist der einzige Kopf, vor dem ich Respekt habe. Okay. Wie komme ich zu der Ehre? Weil du mich verdroschen hast mit deinem Kumpel. Okay. Na gut. Freut mich zu hören. Dann. Dem weißhaarigen Wichser habe ich gestern die Seele aus dem Körper geboxt. Ja, das haben alle mitbekommen. Weil der mich knüppeln wollte, der Ficker. So unter uns finde ich auch ein bisschen witzig. Hab dem sogar nur einen Krankenwagen gerufen, der Pussy. Ah, das war sehr vernünftig auf jeden Fall. Ich hab echt einen scheiß Tag, mir wurde in den Arsch geschossen. In den Arsch? Wurde in den Arsch geschossen? Wie? Ey. Von dem scheiß Napperskinder. Wie funktioniert das mit dem Stuhlgang? Weiß ich noch nicht, war nur ein Scheißen. Soll man Kaffee bringen? Nee. Kaffee treibt. Na gut. Wer kommt jetzt wieder gleich? Der Staatsanwalt. Boah, hab ich einen Bock auf den, ne? Der ruft mich jede 5 Minuten an. Sehen. Ich verweigere jetzt alles. Kein Bock mehr, dem zu quatschen. Okay. Ah, dann wird das, also, Sie können das natürlich verweigern, aber dann wird das alles noch... Ja, ist mir egal. Okay. Ja. Ich bin Gangster. Ich meine nur. Okay. Für mich ist es näher, im Knast zu gehen. Okay. Ja gut, mehr kann ich dann auch nicht für sie tun. Ich prüge mich lieber mit 20 Leuten im Knast, anstatt mit dem zu labern. Hast du gerade den Dispatch gelesen hier? Es geht um das Fahrzeug von dem Herrn hier. Jo. Ja, aber ich konnte den Schlüssel nicht abgeben. Ach so. Ja, dann funke ich das durch, dass das ihre Freundin ist. Wollen Sie kurz ihre Freundin anrufen, dann gebe ich Ihnen kurz das Handy hier durch, ob das ihr Fahrzeug ist? Das ist ein weißer Primo. Weißer Kennzeichen? GTI 528LL. Ja, schön, dass ihr das Kennzeichen schon habt. 2 Minuten, nachdem ich das Auto gekauft habe. Ja, sie sind halt damit rausgefahren, ne? Sie, ja, wir beobachten sie halt, ne? Sie sind sehr auffällig.
Klar bin ich auffällig. Ja, so ein echter Gangster halt, ne? Aber sowas haben wir halt einfach am Schirm. Ja. Na gut, wenn wir jetzt nichts mehr für sie tun können, dann würden wir jetzt auf den Staatsanwalt warten. Ja, dem könnt ihr gleich sagen, das ist gar nicht mit dem Quatsch. Der braucht mich hier gar nicht rausholen. Ja, das sagen sie dem besser selber. Ja. Wenn sie irgendwas brauchen, rufen sie uns. Wir stehen hier um die Ecke. Gangster sein lohnt sich einfach nicht. Wäre ich mal beim Hotdog-Verkäufer geblieben. Ich habe keine Mod drauf, Bruder. Das ist Vanilla. Geht ja. Und Tagger X, Dankeschön für den Prime-Sub im 4. Monat. Und Equal 777, Dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Und Rico, Dankeschön für den Resub im 12. Und Eistee, Dankeschön für den Resub im 12. Ja, das wäre gut. Jetzt habe ich viel Zeit für euch. Ah, Mann, ich hoffe, dass ihr die Karre nicht abschleppen, Alter. Wollt ihr sie wohl so machen? Er wollte dich knüppeln, bekommt auf die Fresse, du rufst einen Doc und er geht heim mit dem Staatsanwalt. Yep. Ja. Das ist aber halt sein Charakter, ne? Da darfst du nichts gegen sagen. Ich hab dem richtig auf die Fresse gehauen. Medvedev. Und eventuell machen wir direkt noch die andere Sache mit und jetzt kommt drauf an, wie der Fall ist, dann werde ich das eventuell auch noch vorlegen. Und mit dieser komischen Judikative Pommes brauchen die mir ja gar nicht kommen, Alter. Werde ich alles verweigern. Weil das ist absolut Schwachsinn. Da gibt's bessere Systeme. Ja, ich hoffe auch, dass das nicht rumbackt. Wie viele? Circa? Okay. Du hast die halbe Polizei schon verkloppt. Ich habe Beatty einen auf den Maul gehauen. Dem einen Typ mit der Glatze, dem anderen Typ mit der Glatze, der allein in die Grove gerannt gekommen ist wie Terminator. Den anderen Typ mit der Glatze, der über die Mauer da geguckt hat. Sonst niemanden. Und dem Jack. Aber der Jack wollte mich knüppeln. Darf ich einmal kurz eingrätschen? Waren das Freunde von Herrn Kusch oder waren das einfach... Ja, Joshua. Ich sag dazu nichts. Sind da alle Personalien offen worden? Und aufgehaftet worden? Ist das egal. Ich sag nur, die brauchen wir mit dem System hier nicht kommen. Ah. Wir spielen seit 2017 GTA-RP und judikatives Ding hat noch nie funktioniert. Dafür brauchst du Leute, und das klingt schlimm, die arbeitslos sind. Und nicht nur ein, sondern ein ganzes Team, Alter, damit das rund läuft. Das funktioniert so nicht. Das haben die besten Dings, die das gespielt haben, nicht geschafft. Das wird keiner schaffen. Einfach so wie OVL damals, Alter. Die Bullen übernehmen das. Wenn du jetzt Gangster Scheiße baust und die genug Indizien haben dafür, dass alles stimmig ist, wirst du einfach verknackt und fertig. Wenn du gutes RP machst und dich versuchst, irgendwie rauszureden, okay, und die sich darauf einlassen, dann kommst du frei. Wenn nicht, dann hast du Pech. Okay. Und wenn du Crime-RP spielst und Scheiße baust und dafür in den Knast landest, so, dann ist das halt so. Nein, ich würde das gerne getrennt machen, weil ich würde gerne eine Situation, eine Akte haben für alle Leute, die da blöd rumgeprügelt haben und sonst irgendwas. Damals hat das ja sogar nur so halbwegs geschafft und der war krass von der MP. Ja. Dieses Entführungsszenario und die Joints und das wird getrennt voneinander bitte gemacht. Das wird so, wie die jetzt schon wieder da in dem Kreis stehen, Alter, und sich beraten. Werden, die sich das ist so eine Zeit in meinen Augen, ne? Ich meine jetzt nicht die Charakter so. Ich rede von dem System, ja, das ist so eine Zeitverschwendung, Alter. Ich kann beweisen, dass die es darum gegangen ist und dass sie deswegen wegen der Eskalation aus der Akte mit Herrn Kusch weggefahren sind. Und sie können ja den Anfang... Keiner hing an meinen Eiern.
Das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte, die dann da passieren. Der hängt wem ganz anders an den Eiern. Dann hätte ich gerne, genau. Und dann brauchen wir halt zwei Aktenführer. Ja, klar haben die RP, aber das machen sie, ist doch ein Geben und Nehmen. Diese Akte und sie das geben funktioniert einfach nicht. Aussage dazu, Protokoll. Das kommt auch noch dazu, wenn der Server voll wäre, wie lange dauern würde jetzt. Und jemand muss für die andere Akte zuständig sein und da zusammen sammeln, wer da oben alles dämlich rumgeprügelt hat. Justiz von GTA Live war Bestes. Sie sind ein Terrorist, keine Miranda-Warnung, Sie sind frei. Ich glaube, mich zu erinnern, dass du BT3 mal derbe zugerichtet hast. Darum geht es ja gar nicht. Selbst wenn ich jeden Tag das ganze PD zusammenschlagen würde. Ich heule ja nicht, ich weine ja nicht oder sage, yo, ich will keine Strafe dafür. Die sollen mir eine Strafe geben, aber die sollen mir nicht mit so Gerichtsverfahren-Dinger kommen. Wenn es hier noch nicht mal Anwälte gibt, Alter, die mich verteidigen können. Ist Frau Bates anwesend? Oder Pflichtverteidigung. Wie soll ich mich denn verteidigen, Alter? Da sind wir wieder, yo, du bist ein Gangster und dann wirst du zu einem Anwalt. Sein kann und gleich die Aussage von Herrn Kusch aufnimmt. Für die Akte. Und ja, das ist auch wieder so ein Ding. Akte, Akte, Akte. Immer dieses deutsche Aktensystem, Alter. Wenn Sie sich das zutrauen. Das Problem ist, dass man sich fünf Anwälte und keiner spielt. Nee, das Problem ist, dass ihr ein Konzept wählt. Ihr könnt schon vorher abwägen. Jeder weiß, dass es nicht viele Anwälte gibt auf RP-Servern. Man macht sich vorher schon Gedanken darum, was für ein System man wählt. Und man geht einfach die Schiene, die funktioniert, anstatt sowas zu machen. Aber ist mir auch egal. Ist mir egal, ob er mit mir reden will. Alles cool. Genau. Ich muss das nicht bespielen. Ich muss ihm keine RP dafür geben, wenn ich keinen Bock drauf habe. Ich werde doch nicht mit dem quatschen. Ja, kommen Sie mit. Guten Abend, Herr Kusch. Moment. Herr Kusch? Herr Kusch, geht es Ihnen gut? Herr Kusch ist ein schon schwieriger Kandidat. Aber er hat uns zumindest zur Kenntnis genommen. Er scheint zumindest nicht zu schlafen mit offenen Augen. Naja, ich werde zumindest gut bezahlt fürs Warten. Sag mir doch nur deutlicher, dass er mich gegen Power. Ach, fick dich. Gib mir mal einen Sack, Alter. Will der mir jetzt durch die Blume sagen, ich warte den ganzen Tag hier, bis du anfängst, mit mir zu reden? Wenn ich nicht mit dem quatschen will, will ich nicht mit dem quatschen. Er soll mich verdonnern, Alter, die sollen da jetzt Zeug machen, fertig. Entweder werfen die mich in State Prison, Alter, oder machen sonst irgendwas. Ich hab keinen Staatsanwalt, ich hab keinen Anwalt, ich hab nix. Alles, was ich sag, wird gegen mich verwendet. Wird es da wohl hingehört? Bro, ich hab hier richtig einen abgesagt. Haben Sie diese Das ist auch Bullshit, was ich hier gerade tue. Aber er weiß, dass ich nicht mit ihm reden will. Das haben die Cops den gerade auch schon gesagt. Und er hat gesagt, es ist mir egal, ob der mit mir reden will. Jo. Lass mir das Geschwätz aber nicht aufdringen. Red nicht mit dem und fertig. Muss ich halt die Konsequenzen für tragen im RP. Ergo, was weiß ich, Alter, höhere Strafe oder so, was weiß ich. Jo, da liegt nicht nur einer, da liegen zwei.
Und sonst so, Chat? Dann spiel ich nur ohne Basel und schon sitzt er wieder im Knast. Immer. Das ist nur ein Beta, also wird nochmal alles gewiped, ja. Also Vermögensstatus und so auf jeden Fall. Charakter glaube ich eher nicht. Haben wir schon drüber geredet, was wir heute gegessen haben? Ja, habe ich vorhin schon gefragt. Wie gehört das? Nee, die sollen mich ja verknacken. Die sollen ja machen, was sie wollen. Der soll aber akzeptieren. Und das habe ich denen durch die Cops gerade sagen lassen, dass ich nicht mit dem reden werde. Verstehe jetzt nicht, warum der da steht und mir das aufdrängen will. Mach doch einfach eine höhere Strafe, Bruder. Mach doch irgendwas. Ich will nicht aussagen. Fertig. Wie deutlich soll man das denn noch sagen, wenn man nicht mit dem quatschen will? Er hat Nudeldöner-Auflauf zum Abendessen. Ich habe auch Nudeln gegessen und ich mag keine Nudeln. Eine Serie, die du momentan guckst, The Big Bang wieder. Ich komme gar nicht zum Serie gucken nach dem Stream. Ich bin sofort ein. Heute Nice F1 rennen. Ich gucke kein Formel 1. Ich hasse Formel 1. Nein, ich reg mich nicht auf. Klar könnte ich jetzt hingehen und sagen, jo, ich rede nicht mit dir. Und dann wird der aber wahrscheinlich sagen, jo, bla bla bla. Aber ich mach den das schon deutlich. Ja, Belleg, aber ich verweige doch jegliche Aussage, indem ich schon vorher gesagt habe, ich werde nicht mit dem reden und hier die ganze Zeit gebe, dass ich schweige. Also verweigere ich die Aussage. Wo ist das scheiß Problem? Okay, aber dann verweigert Herr Kusch die Aussage, dann brauchen wir das ja nicht. Ja, gut. Das bestätigt er aber nicht. Ich wollte ihn gerade da aufklären, worüber es geht, ob er das verstanden hat, ob er seine Rechte verstanden oder ob er die Aussage verweigern will. Und alleine diese drei Informationen gibt er nicht und was soll ich jetzt tun? Dann mache ich das halt. Ah, wir warten jetzt noch ab, Herr Kusch. Das ist doch jetzt nicht so schwer, darauf einzugehen. Wie gesagt, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wenn wir jetzt hier... Wie ein kleines Kind jetzt. Wie ein kleines Kind. Musst du bestätigen. Fuchs hat bisher 200 MB an TeamSpeak Traffic verbraucht. Das ist zu wenig für seine Verhältnisse. Diese Emote-Funktion ist einfach super, yo. Vielleicht mache ich Hardbass an. Ich bin allgemein müde, was Justiz-EP angeht. Mann, einfach schnelle Abwicklung, fertig. So scheiße gebaut. Wir haben dich erwischt, dann bist du sowieso gefickt. Du hast Scheiße gebaut, wir haben dich nicht erwischt, aber die Indizien sind da. Nicht mal Beweise. Obwohl es ja auch Beweise gibt, wenn du schießt, ne? Fingerabdrücke, Schmauchspuren, bla bla bla. Indizien sind da. Jo, bist du am Arsch. Fertig. Sag doch keiner was. Oder Herr Kusch hat uns da so gut so gefallen. Herr Kusch. Ja, was wollen los? Sie gehen? Was? Wollen Sie gehen? Ja. Na klar, ich gehen. Dann kommen Sie mit. Gut. Also ruhig. Es gibt daran nicht zu verstehen, dass ich nichts sagen will zu dem. Also Sie haben ja geneckt, Sie haben ja Ihre Rechte verstanden soweit. Alles gut.
greift immer meine Rechte. Genau. Ich habe seine Rechte auch verstanden. Ja, ich habe die Rechte auch von ihm verstanden. Guter Kusch. Wird das jetzt alles auf den Haufen und draufgeworfen? Ja. Ich glaube, das kommt wohl extra. Ja. Also nee, es ist eine neue Akte, ja, aber die wird dann Warte mal, ich bekomme jetzt Ärger, weil ich nicht mit dem quatschen wollte? Nein. Nee, das ist nur quasi ihre Kooperation. Ja, ich darf doch meine Aussage verweigern und nicht. Das dürfen sie ja. Ja, also. Ja, aber er muss das... hören Sie kurz zu, der muss das natürlich... von ihnen bestätigt bekommen, dass sie die verweigern wollen. Nichts sagen ist für ihn keine Bestätigung. Ja, das ist sein Scheißproblem, ich meine. Ja, richtig. Also sie werden später irgendwann angerufen oder morgen oder übermorgen, okay? Sie haben ja morgen eine Verhandlung. Jo, ohne Pflichtverteidiger und ohne Anwalt. Ja, das dann haben sie drei Akten, die dort verhandelt werden. Wenn ich dann nicht auftauche morgen, dann holt ihr mich, ne? Dann könnte dann es. Dann wird das trotzdem verhandelt. Nein, ich stell mich. Ich werde da nicht auftauchen. Ich komme abends im Play. Okay, alles klar. Morgen dann. Scheiß werde ich tun und mir das reinziehen. Yo, wartet. Was mit meinem Handy? Aua. Ihr habt mein Handy noch. Ja, wer hat denn das abgenommen von Ihnen? Weiß ich nicht. Okay. Warten Sie eine Sekunde. Okay. Frage in Funk, wer hat das Handy von Herr Kusch? Ah, ja, dann hab ich das wohl. Gucken Sie mal ganz genau nach in Ihrer Tasche. Nee, hab ich nicht. Doch, Herr Stokes. Nein. Oh, da! Sie haben es doch in der Hand. Das ist mein Handy. Das ist meins. Das ist mein Handy. Wenn ich Ihnen jetzt mein Handy gebe, dann haben Sie eins und ich keins. Vielleicht liegt es auch noch unten in der Zelle auf dem Tisch. Check, ich hab's nicht. Warte, ich guck mal. Ich komme nicht an meine Hosen da. Oh, da ist es. Okay, ich hab's doch noch. Ah. Oh, drei. Ja, check. Hat sich geklickt. Boah, er hat sich verstanden, Alter. Jo, was geht ab? Jo, was geht? Was geht ab? Wir haben dein Auto kurz geschlossen. Ihr Schweine. Was für ein Scheißtag. Jo, was wollten die von dir? Keine Ahnung, ich hab mir die Finger im Ohr gesteckt, ich hab nicht zugehört. Irgendwas kommt noch mehr in die Akte. Keine Ahnung, warum die mich jetzt mitgenommen haben. Wahrscheinlich, weil ich dem Kopper gestern meine Fresse gehauen hab. Morgen Gerichtstermin, da werde ich aber nicht hingehen. Haben die dich irgendwie geschlagen oder so? Nö. Okay. Wie sieht die Karre aus, Alter? Die Wichser. Die haben aber mein Nummernschild. Ja, klar, haben die den Nummernschild. Ich hab grad so einen Abschlepper, die... Aber woher haben die das... Hat der Piet, die haben Typ das rausgegeben, ohne... Nein. Also Raven meinte nein. Ja, und die standen doch auch für dein Auto. Also wir können ja hinfahren und sonst den mal fragen, aber... Ich bestell ein neues. Ich schmeiß das... ich versenk die Scheiße hier. Ich habe so einen Mechaniker gerade die Nummer abgespeichert. Vielleicht können wir den ja fragen, ob der da was machen kann oder so. Das ist ja cool. Ob der eine Ahnung hat. Ich rufe den mal an. Abschrauben, neues dran. Vielleicht hat er ja eine Idee, wo man vielleicht ein anderes herbekommt oder so. Ich habe 4 Scheine dafür gezahlt. Die bei Jono auftreiben. Jo. Du bist der Abschlepper, oder? Okay, ich habe mal eine Frage. Hast du zufällig eine Ahnung, Mann, ob man irgendwo ein anderes Nummernschild oder sowas herbekommt? Das war rot, ne? Was habt ihr mit meiner Karre gemacht? Warum sind die ganzen Fensterscheiben kaputt? Nee, sag mal kurz ruhig hier. Nochmal was? Ja. Okay, verstehe. Ja gut, Mann, dann danke dir. Alles klar, peace. Er meinte, er hat keine Ahnung, sowas gibt's wohl aktuell nicht. Dass man das irgendwie ummelden kann oder so. Heißt? Jawohl, dann vertick ich die Karre.
Auftrag Terry machen. Ja, nee. Hä, voll gut, aber eigentlich, dann verfolgen die immer den Falschen. Ich wollte gerade sagen, er soll Terry fragen, aber der schuldet dir ja auch da schon. Da war wieder unten der komische Staatsanwalt, der hat schon wieder so viel gelabert. Ich bin einfach in die Zelle hinten hingegangen, hab mir die Finger im Ohr gesteckt. Der hat nicht verstanden, dass ich nichts sagen wollte. Ich höre den auch nicht mehr zu. Ach, dem kannst du gar nicht zuhören. Ja, soll der labern, scheiß auf den. Ich verstehe kein Wort von dem, was die labern. Und immer höre ich irgendwas von Akten, Akten, Akten. Ich muss zu so einem Dings fahren, ne? Wohin? Zu so einem Stellplatz muss ich mir holen. Ja, fahr mal geradeaus weiter. Geradeaus weiter? Dann nächste links. Ja, hier hat Jufke sich da auch einen geholt. Ja, hab ich auch. Da unten. Aber du musst hier rechts fahren. Hier rechts? Mhm. Und dann da vorne links. Vorne links. Was für ein Scheißtag, wie mit dem Arsch geschossen, damit ich dich glaube. Bist du nicht eh voll auf Schmerzmittel? Hat der Dreckskopper mich richtig verraten, ne? Der mich in die Schnauze gehauen hat. Ich hab dem Krankenbank gerufen. Ich dachte, wir klären das die Männer. Muss auch mal mit dem Typen quatschen. Jo, was geht ab, Cäsar? Jo, machst du mich an, Alter? Machst du mich an, du Scheißteil? Cäsar, ich brauche hier so einen Stellplatz. Kann ich einen haben? Das ist nett. Ja, voll nett von dir, Cäsar, dass du mein Auto lackiert hast. Finde ich gut. Platz da. Und repariert hat er es auch. $45. Aber abgeschlossen hat das nicht. Okay, du verstand das. Nicht ey. Ja. Okay, diesmal hast du noch Glück gehabt. Aber deinem Freund wird's nicht mehr so gut gehen. Cäsar hat mein Auto lackiert. Oh, cool. Mach weiter. Hast du gesehen? Ich hab hier Geld rausbekommen. Mach weiter, es geht viral. Ja, warte, hier. Okay. Gib mir den Loot. Na los. Zeig ein bisschen Kniekehle. Kniekehle? Ja, für die Zuschauer. Kniekehle, Freunde, Kniekehle. Und es. Und jetzt gib mir den Loot. Komm schon. Na los. Ja. Irgendwie bringt das nix. Ja. Lass mich raten. Nimm Penny. Ein Penny. Und noch einer. Der andere gehört mir, den hab ich verloren. Das ist gar nicht wahr. Das ist ja wohl wahr. Das ist ja voll wohl gar nicht wahr. Wo ist denn G jetzt hingerannt? Ich glaube, der muss mal für kleine Mädchen. Mein Arsch tut weh. Okay. Na, das wird schon wieder. Also darf ich heute nicht hauen? Du kannst mir nicht auf den Arsch hauen. Bist du verrückt? Nee. Ja klar, ist das ein Fehler. Was für ein Scheißtag. Ja. Ich will Boxen sehen. Für Schissel. Ist das abgesagt worden? Ja. Aber wir dachten, wir sagen einfach,
Wir erzählen einfach rum, dass nächste Woche Freitagboxen ist. Wir sagen, yo, ich hab gehört, dass... Nee. Ich habe das Gefühl, dass nächste Woche Freitag im State Prison hängt. Nee, Samstag haben wir gesagt. Ja, aber dann bin ich im Knast. Yo, shit. Mann. Kannst du nicht im Knast gehen? Kannst du nicht im Knast gehen? Jo, ich bin noch nicht im Knast. Ich glaube, ich muss noch nicht. Push hier so. Wo bleibt die? Da vorne. Aua. Der ist ein bisschen verwirrt heute. Oh, ja, der ist dumm. Push hier so. Ihr seid dumm. Gar nicht wahr. Jo, der Cäsar macht einen echt guten Job, der mir die Karre lackiert. Und repariert. Mhm. Ein chilliger Typ, Mann. Was ist er? Vater! Ich brauche eine andere Hose. Na, dann lass zum Store. Brauchst eine andere Akte. Die brauche ich auch. Die braucht Hilde von uns. Mila und ich haben gerade ein bisschen gequatscht, dass wir vielleicht es soll ja nächste Woche dann dieses Box-Event halt sein, ne? Und dass wir halt die Leute einfach so voll quatschen, dass wir sagen, okay, Samstag 20 Uhr ist das. Ja, aber ist der Scheiß nicht illegal? Ja, aber wenn niemand weiß, wer das veranstaltet, ja, weil wir sagen wir nicht, yo, das ist von uns oder so, sondern wir sagen, yo, wir haben gehört, Samstag 20 Uhr soll das da sein. Ohne diese Anzeigenscheiße, weil wenn das da jemand reinpostet, dann kommen auf jeden Fall da die Bullen hin. Da kannst du sicher sein. Das werden die doch rausfinden. Die haben mir vorhin gesagt, dass die uns beobachten. Okay. Jo, guckt euch die Karre an. So eine haben wir mal geklaut, glaube ich. Alter, guck dir die Karre da rechts an. Oh, was hat denn der für einen Kickstart hingelegt? Jo, wer? Ich hab's nicht gesehen. Der ist ja fast geflogen. Ach, mein Arsch. Du und dein Po. Was soll ich machen? Weiß nicht. Verkauft Raven Hot Dogs? Die wird auch immer fauler, ne? Ja, für Schirse. Ich geh mir kurz eine neue Hose holen. Aha. Frag mal, was bei ihr so geht. Woozy, dankeschön für den Prime 18. und Chef von Twitch, dankeschön für... den Resub im 2. Der hat ich vorgelesen, ne? Aua. Aua. Das war auf jeden Fall ein Vorakbitubo. Na, Vara, wir wollen gute Hotdogs haben. Für Schirse. Ach so, okay. Sollte dir noch was sagen? Was sollte ich noch sagen? Die? Dass sie ein Schielauge hat. Oh, ich soll dir noch sagen, dass du ein Schielauge hast. Für Schirse. Was geht ab, Edel? Guten Abend. Wir sind am Kaiderladen. Ja, okay, bis gleich. Ja, wir haben, glaube ich, gerade nichts vor, oder? Nö. Ja, dann stehen wir hier. You little bitch. Yeah, yeah. Kommen die her? Ja. Oh. Scheiße. Was sagst du zu unserer Karre? Enteil. Komm her. Willst du einen Schlüssel haben? Ja. Ich habe 2 Stück bekommen. Ui. Danke. Nicht verlieren. Nicht verlieren, okay.
Ich habe deinen Schlagring ins Handschuhfach getan, ne? Was denn in der Karre? Mhm. Ich hoffe, dass dieser den nicht geklaut hat. Boah, das ist so ein richtiger Sonntag. Geht nix ab auf Straße. Ich weiß auch nicht, wo die ganzen Leute sind. Mein Arsch tut weh. Wo ist denn Raven? Ruhig. Die kommt hier gleich hin. Mein Bitch. Ja, wo hat sie mich nochmal Bitch verprügelt? Ja, ich mein sie. Ach so. Ich kann nichts dafür, dass du dich angesprochen fühlst. Für Schizzle. Nee, für Chisel. Nee. Oh, ich hab zu den Coppers vorhin gesagt, ich werde nicht zum Gerichtstermin erscheinen. Mhm. Ich werde mich stellen, komm. Okay. Was meinten die? Jo, dann bis morgen. Ich schreibe immer wie die ganzen coolen, man schreibe ich in den Anzeigen rein, catch me if you can oder so. Jo, aber die wissen, die ficken uns. Du kannst dich nicht verstecken. Er muss dich ja komplett aus der Stadt ausziehen. Ab im Norden. So Memphis, dein Bauernhof. Wo ist Memphis überhaupt? Weiß nicht. Ja, im Bauernhof, wo sonst? Ja, wahrscheinlich. Und Jojo weint wahrscheinlich immer noch wegen gestern. Wegen dem Stich. Wegen dem Stich in dein Herz. Egal, wenn ich im State Prison lande, kann ich mit OG quatschen. Ja, stimmt. Aber Zeit, dass wir eine Knarre kriegen. Das wäre eine Besorgung. Boah, dann kriegen die alles zurück. The Wixer. Nee. Erstmal auf den Staatsanwalt schießen. Ja. Der muss aber heute öfter auf Toilette, ne? Ja, den heute durch die Base. Vielleicht eine Entzündung. Ich werde im Arsch geschossen, der hat Steine im Schwanz. Du riechst aus dem Mund nach Kaffee. Hey, das ist nicht wahr. Ich trinke gar keinen Kaffee. Warum riechst du denn das mit Kaffee in deinem Mund? Ich riech gar nicht wie Kaffee aus dem Mund. Mach mal. Oh mein Gott. Na, was willst du? Ich wende nach Wasser aus dem Mund und Sandwich. Nach Wasser und Sandwich? Ja. Ja, was? Was? Nix. Come at me, boo. Come at me. Come at me, boo. Come at me. Good shizzle. Auf jeden Fall nachher Super Nintendo. Ja. Heute eh nichts los. Und morgen muss ich im Knast. Nee, bitte. Ja, muss ich, aber ich bin ein Gangster. Kannst du nicht dich krank schreiben lassen? Was denn, vom State Prison? Ja. Ich glaube nicht, dass das gilt. Aber wenn du Popo-Schmerzen hast? Die werde ich da drin auch haben. Oh Gott. Kann nichts dafür, dass sie hübsch bin. OG beschützt mich. Und die Family. Ja. Ich glaube sogar, dass wir das Sagen haben im State Prison. Bin mir nicht sicher. Na, hoffentlich. Ich hab keine Lust, dass wenn du rauskommst, ich einen ganz neuen Mann habe. Hi, Mila, wie geht's dir? Bist du verrückt? Ich bin ein Gangster, ich bin Part. Jesus, ich werde, wenn die mich überhaupt in den State Prison schmeißen. Meinst du nicht? Ich glaube, da kommen nur Leute hin, die richtig gemordet haben und so, ne, wie OG. Boah, ich hab grad voll geprahlt bei unseren Jungs. Und ich hab Terry gesehen. Wer ist Terry? Der schuldet mir ja noch einen Zehner. Was ist mit Fat Amy? Die Fat Amy habe ich heute nicht gesehen, aber Terry Leisha habe ich heute wieder gesehen. Hab nochmal Danke gesagt für die Haare. Stimmt, du wolltest zum Friseur, ne? Ja, stimmt, oh. Ich wollte einen neuen Lippenstift, weil ich Ruhe, so Chat. So edgy aussehe. Du hast da gleich hinfahren. Yee. Wenn Jima wieder kommen würde vom Pissen. Ja. Aber ich glaube, der ist fertig und muss dann direkt wieder. Dem geht's echt nicht gut heute. Mein Arsch tut weh, mein Hals tut weh, heute ist scheiße. Na. Was haben die denn für eine Karre?
Die hat sich nicht wirklich einen Jugulu gekauft, Alter. Oh mein fucking Gott, Bro. Bringst mich noch um. Was ist denn das für ein Auto? Hallo. Ja, was geht? Was ist das für eine Karre? Jugula. Wo habt ihr den denn geklaut? Alter, ab. Ist der geklaut? Du hast dir letztens doch Hundescheiß ins Gesicht gerieben. Kann die reden? Die redet doch. Die redet doch. Bin ich taub? Ja. Oder habe ich nur Fingermoor? Was, ne? Sieh ich doch ein paar Floseln oder so. Ja. Okay. Ja, ich habe sie aus Versehen, ja, ganz zärtlich mit meiner Faust erwischt. Oh je, meine. Ja. Aua. Ja, das hat die Karre gekauft? Ja, die hat die gekauft. Gibt's wollt die tunen lassen? Tunen? Gar nicht. Ja, oh, die hat einen Spoiler drauf. 40.000 kostet er so. Was denn mit dem Spoiler? Mit allem, da ist nichts dran geändert. 40.000, wo hat die denn das Geld her? Weiß nicht. Was denn du 40.000 her? Ein Scheiß, wenn du kriminell bist. Dann will ich nicht mehr kriminell sein. Boah, coole Brille, MK. Danke. Wie ist das denn? MK. Cool, cool. Hä? Na, ich bin MK. So. Best Bitch. Yo. Oh, ich verstehe die scheiß Mädchensprache nicht. Du hast mich selber so genannt. Du Idiot. Wenn ich dich MK nehme, musst du mich Peter Parker nennen. Was? Versteh kein Wort von dem, was du da redest. Oh, was will der? Der nervt mich. Was gibt's, Ali? Ja. Nee, ich hab niemanden gemutet. Ich nein, hab auch kurz mit Plugin auseinandergemacht. Wer ist das? Ach so, den Pfaffmann. Nee, hab ich leider nicht. Nee, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Schreib doch einfach in den Anzeigen, dass du den suchst. Dann ruft er dich bestimmt an. Warum soll ich eine Anzeige machen, wenn du irgendwen suchst? Was ist denn mit dir? Was Schisse. Ja, pff. Ja, mach's selber. Geh mir doch nicht auf den Sack immer. Mein Gott. Ach, den Pfaffmann, der den Box-Event machen wollte. Der denkt auch, der ist im Mittelpunkt der Welt. Ja. Den Ali. Nein, lass den Ali in Ruhe, das ist cool. Ja. Ihr müsst euch nicht wundern, wenn der euch die ganze Zeit anquatscht, so wie ihr rumrennt. Hey. So freizügig. Was soll das denn heißen, du Idiot? Ja, die sind so freizügig. Ja, und die können doch rumlaufen, wie die wollen oder nicht, wenn die sich wohlfühlen. Wow. Ich zeig dir mal den Bauchnabel. Was ist denn mit dir? Ja, chill doch mal. Aber der Alte geht doch sowas ab. Ein Scheiß. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab den nur heute kurz gesehen. Scheiße, hab ich was Feindliches gesagt? Ja? Eine Frau darf oben rumlaufen, wie sie will. Verschisse. Idiot. Wow. Geh mir was zu trinken holen. Bring mir was mit. Auf keinen. Ich glaub, die ist jetzt sauer. Du bringst mir was mit, du blöde Kuh. Ich wurde im Arsch geschossen. Zeig mich nicht, den Draht zu laufen. Ja, warte. Ich hasse dich. Hoffentlich werde ich im State Prison umgebracht. Das ist es jetzt. Ich habe auch Durst. Ja. Ja. Und du von der Straße runter. Das sagst du mir. Du bist jeden Tag angefahren. Ach komm. Ich habe alles im Griff. Was habe ich denn da gerade falsch gesagt? Na, du hast sie auf ihre Freizügigkeit angesprochen. Ja. Du hältst es falsch. Aber jede Frau. Ich meine doch nicht, dass das falsch ist. Nur, dass der Adi durchdreht. Weil der Adi hat ein kleines Erbsengehirn. Ja, Ali ist ein Erbsenhirn und ein dummer Wichser.
Danke, Snow. Und den schack ich auch noch zusammen. Voll Schizzle. Geh kurz zum Mülleimer. Schnell weg, Alter. Jo, komm rüber. Wackelt das Auto bei dir auch? Meinst du, Andi sitzt da drin und besorgt nichts? Ich kann es mir vorstellen. Ist da überhaupt jemand drin? Ne? Glaub nicht, oder? Wahrscheinlich. Vielleicht liegt er da drin. Ach, Platz, Dicke. Halt's Maul! Yo! Was sehen meine Rabenaugen denn hier? $3,500. 3.000. Ja, die Triche habe ich ausgesorgt wieder. Ich habe in der Mülltonne ganz viel Dietriche gefunden, in einem Karton. Okay. Brauchst du welche? Ich habe zwei. Okay. Ja, willst du nicht trinken holen? Ich hab noch, ich wollte nur mit dem Stück laufen, aber. Ach so. Blöde Kuh. Halt dein Scheißmaul! Du dein Scheißmaul. Du hast die Kugel im Arsch echt verdient. Du hast die Kugel im Kopf verdient. Du hast eine Kugel im Kopf verdient. Ja, Wann aber nur eine Eiscreme-Kugel. Oh. Ach, soll ich mich umbringen? Oder sterben? Nein! Halt dein scheiß Maul! Du dein scheiß Maul! Dumme Kuh! Immer dasselbe mit dir! Dumme Kuh! Du bist eine dumme Kuh! Was macht die da in meinem Auto? Weiß nicht. Ja, was Boah. Machst du an meiner Karre? Ich guck den Felgen an, die sind cool. Ist das dein Auto? Na klar. Oh, alle haben Auto, ich nicht. Ich arbeite so viel und hab kein Geld. Ah, mein Arsch. Blöde Kuh, Mila. Ja, warum? Wie, du hast kein Geld. Ja, ich hab so viel verloren, wenn den... Bitcoin Kram. Ich habe nur noch $8,000 oder so. Ja, dafür kannst du ein Auto kaufen, Kleiner. Ja. Muss ja nicht so ein Ding sehr blaues Motor-Ding scheiß Nee, will kaufen. Ich sowieso nicht. Nein, nein. Wo ist G? Wo klein, bleibt der? Wo ist denn? Ein kleines Oma-Auto. Weißt du? Aha. Kann ja so schon kein Auto fahren. Ich kaufe mir doch kein schnelles Auto. Wo ist der Brokkoli? Der hat meinen Joint. Anna hat. Die ist aber gerade auf Klo. Die kann dir bestimmt welche kaufen. Ja, die ist geben. Komisch. Die ist nicht komisch. Immer wenn ich am Store hänge, sehe ich die, wie die hin und her rennt und Leute verprügelt. Hier, ich hab. Gibst du mir ein? Ja, bitteschön. Kannst du doch nett sein. Ich bin nett. Oh, Schizzle. Du kriegst gleich Verschissel. Du kriegst gleich Verschissel. Wir wollten noch zum Friseur. Mhm.
Der Joint riecht wie deine Käsefüße. Ich hab keine Käsefüße. Wenn du heute nur noch gemein sein willst, dann geh zurück zu den Cops. Ah, so sieht... Okay. Ja. Wie? Nervig. Okay. 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 Weißt du Bescheid? Okay. Okay. Willst du mir jetzt gleich auch nur sagen, wir haben 14 Jahre geheiratet? Und dass du dir jetzt einen besseren suchst? So einen reichen Motherfucker aus Weinlust? Wie lange seid ihr schon verheiratet? Weiß nicht. Keine Ahnung. Merkt merkt sich so einen Scheiß. Halt dein Maul. Los. Ja. Das ist ja auch nur mein erster Auto. Ich hab's Bock gehabt auf den Buchskampf und jetzt ist das nicht. Das nervt ja, mich. Was? Das ist kacke. Ja. Ich hab keine Ahnung, wo die die Kohle her haben, Alter. Für solche Autos. Na, das müsst ihr mir nur zurückgeben. Ich hab nur einen davon. Hier. Was denn? Hier, meinen neuen Speisekarte. Nur für das Event-Foto. Aber naja. Was? Oh. Per Juicy Buns and Big Hard D's. Mhm. Big Fight by Raven. $2. Was sind Gürkchen? Gürkchen. Großzwiebelchen. Krautsalat, Chili con Carne. Was sind Soßen? Senf, Ketchup? Soße. Cheese Soße. Ja. Und Donuts, Smarties, Sweet Hot Dog. Drinks, Cola Sprung, Wasser mit Blue Blitz und Wasser ohne Blue Blitz. Erst Kampf, dann Mampf. Wie die Bowl, ein Eispack plus Hot Dog gratis. Das ist cool. Muss man erst kämpfen? Aber meine Augen tun davon weh. Ja. Guck mal, Mila. Wo haben die ganze Kohle her, die Wichser? Weiß nicht. Wie gesagt, ich habe auch so wenig Geld, aber das liegt daran, dass ich dann mein Bitcoin verloren habe. Bestimmt 10.000 oder so. Bands, big heart, ja, wenn ich irgendwann mal einen Laden habe, dann heißt der auch so. Anti. Mhm. Und deine Freundin kann immer nicht reden. So? Hier, bitteschön. Mm. Oh, Kürtis, gib weiter. Gib ich sofort. Ei. Hm. Heute ist echt ruhig. Gar nichts los. Was ist der Rest von eurer Bande? Weiß nicht, G muss an und auf Klo, Jojo heult rum. Ui. Memphis ist wahrscheinlich auf dem Bauernhof. Ui. Rakim ist. Weiß ich nicht. Tom und Jerry gucken. Brokkoli, keine Ahnung. Komm, aber keiner von Friseur. Denen im Knast oder so, weil ihr wurdet ja gestern doch mal alle eingesackt. Jo, die können mich mal, wenn die mir mit. Die wollten mich gestern verkloppen, die Wichser. Was? Achso. Oh mein Gott, Junge. Hm? Na, schon okay. Magst du mir meinen Speisekarte wiedergeben? Ach so. Willst du dein Handy nicht weglegen? Ja, was soll ich hab? Gib du die Speisekarte weiter, Mila. Wie soll ich den Namen aussprechen? Dankeschön. Ach, Unicorn, Hunter, Dankeschön für den WhatsApp. Im 27. Stufe 2. Ich glaube, das ist so ein Wireless-Handy. Please, kack. Und Ali, Dankeschön für den Prime 12. Ja, ich glaube auch. Wir fahren zum Friseur, ja? Jo, klar. Ja, die können nur mitkommen. Ja, komm. Ich habe keine Ahnung, wo Anna hin ist. Aber ja, die wird mich bestimmt schon anrufen, wenn die mich vermisst. Ja, bestimmt. Wer will denn von euch den Haare von Shaniqua machen lassen? Ich will nur einen neuen Lippenstift. Ah. Weil ich wollte gar nicht so dunkel, aber die... Irgendwie gibt die mir so ein Lippenstift immer, der, wenn trocken ist, dann wird der dunkel. Oh. Ja, verschisse. Ist das nicht Fat Amy?
Jo, was geht denn hier ab? Oha. Ist hier ein Krankenwagen gecrashed? Voll gegen den Baum. Ich warte mal, Holto. Oh. Helle Beschrift, das ist Blut. Und Sentinel, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zaps, Mann. Und Unicorn, in der Vorschau stand dein Name nicht. Nur dieser japanische. Sonntag, immer wieder Sonntag. Koreanisch meine ich doch, Mann. Ich hab doch keine Ahnung davon, Bruder. Ich glaube, der Nate kann nicht mehr connecten. Bugir! Schmumann, vielen lieben Dank für den Prime-Sub am 16. Für Nate. Und der macht heute einen 12-Stunden-Stream. Und wir haben gleich schon wieder 10 Uhr. Dein Stream ist auch off. Oh, dann hat der Probleme. Jojo, Twinkie. Dann hat der wahrscheinlich Internetprobleme. Schade. Follow Age gibt's hier nicht, Bro. Du kannst auf deinen Namen klicken, dann siehst du das. Google Smoke. Mama, über WLAN-Karte gestellt wird. Ja, so typischer Sonntag heute. Mal gucken, ob noch was geht. Wenn nicht, gehen wir einfach ein paar Runden fast mal zocken. Ich hab so Bock auf RP, Mama. Zockst du denn dann nicht, Junge? Junge, morgen Schule, aber krank. Gute Besserung. Ich hab voll Hunger, Alter. Ich weiß auch nicht, warum. Mann, ey. Aua. Oh, ich hab voll eine feste Übermückung. Bin mies krank, sprechen gleich null. Eieiei. Uff, Schule, wie lange das schon bei mir her ist? Ja, bei mir, oh, Alter. Damals haben die mal alle gesagt, mach deine Schule, wenn du später arbeiten musst und so, scheiße, Schule beste. Warum mache ich den Motor an? Aua. Ja, aber Lucky, dann zockst du halt gar nicht mit, Fastmo. Stimmt, es ist Sonntag, musst arbeiten, ne? Wir können Bomber fangen. Wenn Bomber nicht dabei ist, machen wir so Challenges. Dann gehe ich alleine ins Haus. Ich traue mich nämlich. Hat keine Angst. Human Fall Flat, stimmt, ist im Angebot, ja. Ja. Was wir zu essen? Keine Ahnung. Ich mach mir da ja ein Brot. Wir haben so super geilen Käse, Mann, mit so. Ist schlecht. Können wir zum Kleiderladen? Eben schlecht. Mir. Warum? Denn Mila. Ist eben schlecht halt. Mir ist ein bisschen bleich ums Näschen. Oh Gott. Dankeschön. Hilfe. You try to feel my breasts. Oh, natürlich sieht es so sexy aus. Ja, der hat gesagt, ob ich. Was? Ich wollte ihre Brüste nicht anfassen. Was sagt die da? Und dann sagt die mir voll nur, dass es gut rieche. Ich hab auch immer Parfüm drauf. Ui. Ups. Nicht mit einer Karre fahren? Dann kann jeder was beim Sprit dabei geben. Nee. Das nicht. Und mal. Ich geb nichts dabei. Fäng dich. Ey, wir sind verheiratet. Für Schissel. Das ist ein gutes Argument. Ja. Bomfahrzeugst du mit, Fasmo gleich? Ja. Weil RP geht heute echt eh nichts. Ja.
Was? Dasselbe Frisur wie dein? Ja. Aber anders sieht kacke aus. Ja. Besser aus. Ja. Ui. Hat der eine in der Kasse gekotzt, jetzt geht wieder. Aua. Oje. Oh, Mini. Keine Ahnung, wann hast du Bock, Bruder? Oder musst du arbeiten morgen? Bin müde, das mehr. Oh Mist, ich bin echt scheiße drauf, Alter. Ja, kein Wunder, wenn dir ein Arsch geschossen wird. Da will ich aber auch scheiße drauf. Geh für Schüsse. Und das alles ist Minas Schuld. Hä? Leg dich doch lieber ins Bett, oder? Ja, und du sagst, steig aus und fick den. Steig aus und fick den. Ich steig aus, fick den, rein mit 30 Leuten da. Wow. Hab ich gar nicht gesagt. Du hast es aber gedacht. Du bist so ein Lügner. Du hast es aber gedacht. Hab ich gar nicht. Und jetzt hat sich G verpasst. Ja. Kommt mir so vor, als würde dir gleich die Cops auftauchen und uns alle hochnehmen. Ah, apropos Cops, ich habe meine WhatsApp-Nachricht gelesen. Das würde mich nicht mal wundern. Was? Hast du meine WhatsApp-Nachricht gelesen? Den Cops haben vorhin, wo du deine Autobahn. Ja, ich weiß, den Nummernschild. Okay. Ja. Dreckigen Wichser. Die Wichser, die Deckigen. Ja, dann auf, sag Bescheid. Ja. Bringt doch alles nicht, Schätz. Bringt alles nichts. Können wir uns auch in die Hose scheißen. Aber unbedingt schlau sind dann auch nicht. Sollen die sich nur die kranke Scheiße aufschreiben? Ja. Die Penner. Oh. Irgendwann schack ich die alle zusammen. Für Schisse. Alle? Alle. Aber dann brauchst du auch so einen großen Krügel. Ja. All diese Penner-Aschersche. Immer holen alle ihre Handys raus. Geht irgendwo Party. Glaube nicht. Was ist mit dir, yo? Jedes Mal, wenn du mir über den Weg läufst, machst du ganz komische, seltsame Sachen. Was denn? Ja, da sehe ich dich rumrein. Weißt du noch, Mila, wo wir auf der Bank saßen? Und die ganze Zeit rumgerannt ist und gesprungen ist und immer auf den Boden gefallen ist? Bist du auf Crack oder so? Aktuell nicht, leider. Aktuell nicht, leider. Ja, wir haben übrigens einen Psychologen in der Stadt, aber der wollte mir kein Ritalin geben, kein Xanax und kein Codein. Ja, wie, warum nicht? Er hat gesagt, wenn ich jetzt noch einmal frage, dann meldet er das die Polizei. Dann habe ich gesagt, nur wenn sie das machen, nimmst du da bei einen Stock aus dem Arsch. Ja, aber dein Bruder ist doch ein Dealer, besorg dir den Scheiß über den. Ja, der ist irgendwo, keine Ahnung wo, wenn der überhaupt noch lebt. Hab den auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich hab den vor, ich glaub, eine Woche oder andere. Deine Freundin dazu zum Psychiater. Ja, genau, der bestimmt die kriegt auf jeden Fall einen ganzen Medizinschrank. Damit die Zuckungen aufhören. Was ja, da müssen wir doch nochmal zum Psychologen. Ich will nicht mit dem reden, der ist komisch. Und das sagst du. Wer ist dieses andere komisch? Und das sagst du! Das Gegenteil komisch von mir. Du kommst mir so vor, als würdest du von jemandem gesteuert werden, der keine Ahnung hat, was er macht. Wie? 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 Scheiße. Was redest du da? Wie? Ich glaube, du bist auf Craig. Ich glaube nicht. Doch. Mann, da läuft doch wegen irgendwo ein Film, den wir verpassen. Bro, du schreist echt laut. Uiuiuiuiuiui. Nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Okay. Und direkt 5-0. Und direkt die Cops, Mila. Können schon mal die Hände hochnehmen. Ich hab nichts gemacht, dann sollen die doch. Du hast den angeschrien. Gibt es hier in Haus irgendwo eine Bar oder so? Nö, ne? Außer den Vanilla Unicorn gibt es nichts. Es gibt diesen, wie der Adi ist, einen Tangram-Club hinter uns. Ja, ja, aber abgesehen von dem gibt es nichts, ne? Was meinst du mit Bar? Ja, so eine Bar halt. Also keine Disco oder so, sondern eine Bar. Es gab ganz viele, aber die sind alle geschlossen. Warum? Weiß nicht. Müsst ihr nach Weinwood? Was? Nach Weinwood. Oben. Gibt's da welche? Downtown, klar.
Aber kostet viel Geld. Für schicke Leute so. Ja. Viel Geld. Kasse Autos. Sick, sick, sick. Yeah. Wann machst du denn das Plug auf? Weiß nicht. Mein Chef überlegt sich das immer noch, ob sich das rentiert, da zu investieren. Ist klar, Mann, da komm ich jeden Tag erst nach vorne. Ich wollte gerade sagen. Ich will chicken. Chicken Nuggies. Oh, Anna, jetzt geht's aber ab, ne? So, jetzt kriegt das Emma. Was ist mit dir, Alter? Guck mal, die schwitzt schon. Die schwitzt singen Scheiß aus. Ja. Immer in Bewegung bleiben. Du riechst wie ein Chemiebaukasten. For real. Dann, oder? I'm so excited. I'm just getting tired. I know, I know, I know, I know, I want you. So. Ups. Was war das für ein Karate-Ausfallschritt? Was hast denn du überhaupt für Schuhe an? Ich will da hinten arbeiten. Kampfstiefel. Was, du willst im Unicorn arbeiten? Ja, klar. Nein, das finde ich einfach schön. Wo ist das Problem? Ja, meinetwegen kannst du da arbeiten. Nee, will ich nicht. Ja, ja, ja. Ich dachte, du wolltest. Nee. Wenn du da arbeitest, passt irgendwie auf dich auf. Ich war da noch nie drin, da geht da überhaupt was ab. Weiß nicht. Lass mal gucken. Ich hab auch noch nie da reingeguckt. Da sind keine drin. Wer weiß denn du das? Weil ich da drin war. Lass mal gucken, vielleicht setzt jemand da. Ist doch noch. Vielleicht tanzt der Ali. Ich glaub, das will keiner sehen, aber ja, okay. Halt dann meine Augen zu. Scheiß Stuhl. Was machst du denn da? Das ist kein Rollstuhl. Der arme Rakim. Ja, aber auf jeden Fall, wir zocken noch ein bisschen P. Noch gehen wir die Hoffnung nicht auf an dem schönen Sonntag hier. Aber es soll die letzten Tage viel passiert. Ist eigentlich gut, dass es ruhig ist. Horny Girls. Also in dem Schuppen sehe ich echt den Ali, Alter, irgendwann. So Taxi-Mafia-mäßig und so. Du brauchst halt auch nicht mal Spielerin dafür. Du kannst einfach so Stripper-NPCs reinklatschen. Auf ist der Laden auf jeden Fall. Musik. Ich glaube, der scheißt halt immer auf. Jo. Er ist da komplett tote Hose bei Memphis. Ja. Ja. Aber aus dem Schuppen kannst du was machen. Was auf jeden Fall. Ja, warum wusste ich, dass das passiert? Ja. Ich werde die Stange riecht nach Arsch. Aber ich glaube, wenn du so einen Laden aufmachst, musst du ganz schön. Ich brauche Musiker und du brauchst Tänzer und Tänzerinnen. Bitches und Music und ja. Die Drinks dürfen nicht fehlen. Ja, das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Ja, Raven, was ist mit deiner Freundin? Ist die echt auf Crack? Ich glaube ja. Die redet doch immer ganz viel von Schore. Hast du ein Näschen gezogen? Was? Wohin? Bei der Nase nicht nur eine Lein. Du siehst ja aus wie von den Teletubbies, der Staubsauger. Was geht? Wo hast denn du die Dinger jetzt hergeholt? Das sag ich nicht. Darf ich das filmen, Mila? Mach doch. Das Ding ist selbst das so... Es gibt bestimmt Keks. Habt ihr schon mal andere Frauen so kennengelernt? Ich nämlich nicht. Wo soll ich denn sonst den, wo soll man den Tänzerin herkriegen? Ja, die da kann nur tanzen. Schon mal. Ja. Eine. Boah, schon. Ja, okay. Da gibt's ein Päckchen Koks und dann mach die ganze Nacht durch. Und dann irgendein Dude, der da hinten noch tanzt für die Weibers. Oha. Oha, ich geh mal aus dem Bild. Oha. Das, meine Damen und Herren, machen Drogen mit euch. Genau.
Ich werde YouTube-Star. Das wird so ein Don't Do Drugs. Das nennt man den Dandruff-Effekt. Don't do drugs, kids. You'll end up like this. Just like this. For a chisel. Scheiße. Kein Datenvolumen mehr. Hm. Was zum... Wo kommt denn das schöne kleine Pferdchen jetzt her? Das wollt ihr wissen, ne? Auf gar keinen Fall. Wow. Yo, Bro. Oh mein Gott. Hätte das jetzt ein Typ gesagt, er hätte dir einen Beitrag gegeben. Yo, wie lange waren wir in dem Laden drin? Auf einmal heil geworden. Oh, Pizza. Das ist leer. Wie lange waren wir denn da drin? Halb Zeit vergehen. Wie lange wir schon wach sind. 3 Tage wach. Bei dir kickt's richtig, ne? Was willst du? Du Alien. Warum voll wenig NPCs hier irgendwie, ne? Why? Ja, Melda. Wollen wir Super Nintendo spielen? Ja, können wir machen. Okay. Mein Arsch tut weh. Ja. Was ist denn jetzt los? Warum trittst du gegen den Strom? Die muss auf jeden Fall zum Dock. Ich hab ihn. Gut. Ja, dann viel Spaß beim Super Nintendo spielen. Klar, klar. Ich freue mich schon, wenn ich in der Zeitung lese, dass dir eine Überdosis gestorben ist. Alter. Warum? Auf Drogen zu nehmen. Ich nehme keine Drogen, mein Dealer. Nein, du nicht. Auf gar keinen Fall. Ich habe Crack-Junkies gesehen, die haben ihr Leben besser im Griff als du. Oh, Schisse. Die ist komisch. Oder wie Jojo sagen würde, komisch. Komisch. Jetzt soll die Burger-Tüte schnappen, vielleicht ist da noch was drin. Ja, shit, okay. Jo, jo, der Mond zahlt, der Mond zahlt. Ein angegessener Chicken-Nuggets. Telefon. Und das ist meiner. Jo, was geht ab, Motherfucker? What up, yo? Jo, wir wollten gerade nach Hause. Toter Sonntag in Nick Sabo Street. Mir wurde in den Arsch geschossen. Von wem? Nachbarskellner. Okay, Motherfucker, die. Ich fahr hier grad durch. Bist du? Was? Ich bin in Burnsoner Straße. Ja, wir kommen jetzt. Ja, alright, dann bleib ich unten stehen. Bis gleich. Gleich. Die Karre ist dick, ne? Ja. Die kann man bouncen lassen. Die ist fancy, fancy. Wow! Was ist denn das für ein... Was? Habt ihr schon wieder Karren geklaut, Mann? Nein, nein, das wird die von Joachim. Meinst du die? Was ist denn das für ein Einkaufswagen mit Rädern? Ich denke mal, das ist Joachim seine Karre, der wollte sich die auf jeden Fall holen gestern. Jo, was parkt denn er so dumm? Weiß es nicht, Mann. Was soll ich jetzt parken? Park den einfach zu. Morgen steht hier ein Panzer. Zum Glück habe ich nur ein Bike geholt. Das nicht ankommen wird. Jo, geht nix ab heute. Was mit dem Boxkampf? Warum wurde abgesagt. Passiert das immer? Oh. Immer trocknet den Lippenstift und dann ist er schwarz. Oh, Schizzle. Bist du gestern eigentlich weggekommen, Mann? Na klar. Jo, die haben ja alles zerschossen, ne? Ich hab mich im Gebüsch versteckt. Jo, hat er mir auch gesagt, haben wir gesehen. Dann bin ich hier. Die Einschusslöcher. Dann bin ich hier hinten rumgerannt die ganze Zeit. Auf einmal habe ich Sirenen gehört, ich bin dann hinten zum Kanal gerannt und dann habe ich gehört, wie die
wie die Brüder hier Dings rumballern. Haben die Jungs wohl die Cops aufgemischt? Besser so. Hast du gesehen? Hallo, was wird gelöscht? Meintest, warum lachen die, alle? Die schmuggeln hier was zu und ich habe das gefilmt, sind die gleich aggressiv geworden und meinten, Handy weg, hören Sie auf mit Filmen. Dann habe ich den einmal der Fucker ein Ding gezogen, dann hat er mich in, bin ich weggerannt und dann hat er mich in der Gasse getasert und geknüppelt. Mich wollten die auch knüppeln, aber ich habe den Motherfucker gefickt. Hat er erzählt, er saß neben mir im Auto und meint, du wirst eine lange Zeit wegwandern. Ja, die haben mich halt auch schon wieder verhaftet. Der meinte so, ja, der meinte so zu den anderen Cops, der hat mir einen spitzen Gegenstand an den Hals gehalten und gesagt, ich soll zur Gasse anhalten. Wie soll ich denn einem spitzen Gegenstand am Hals halten, wenn im Polizeiauto so eine Plexiglasscheibe zwischen ist? Da kann Scheiß lauern. Scheiß auf die haben mich halt wieder festgenommen. Wieso? Ich habe meine Karre abgeholt mit Mila und G. Die haben sich sofort das Nummernschild aufgeschrieben. Boah. Dann wollten wir uns einen Stellplatz holen, um die Ecke. Haben sie uns rausgezogen. Kam wieder der komische Staatsanwalt. Aber ich habe mir Finger im Ohr gesteckt, habe nicht zugehört. Der Sixer. Mir ging ein bisschen Super Nintendo zocken. Heute geht nichts ab. Kann ich mitspielen, ein bisschen Super Nintendo? Na, ich weiß nicht, du bist nicht so gut, ne? Und du machst immer nur Quatsch. Nein, ich mach keinen Quatsch, ich doch. Schwör. Und du beißt immer in den Controller. Ja, du bist so ein dummes das Kind. Nervt dich. Ich esse nebenbei Kaugummi, ich beiß nicht rein. Kommt schon, schwöre. Kommt schon. Aber nur, wenn du deinen eigenen Controller mitbringst. Okay. Warte, ich hol den schnell. Ich bin ganz aufgeregt. Die Emma muss echt mal ein bisschen wenn du chillen. Wenn die Cornflakes auf fürs Morgen früh, ne? Dann nein, wir schmeißen den raus, wenn es dunkel wird. Okay. Echt schon, dass wir eine Ratte zu Hause haben. Ja. Warum auch immer der Schiffe. Noch hier wohnt. Der soll sich mal seine eigene Bude suchen, der Rakim. Ja, mit seinem komischen. Wird unangenehm. Lass mal seine Karre angucken. Oh, hab ich schon. Guck dir den Einkaufswagen mal an. Ich dachte auch erst, das wäre wieder gekauft. Was ist denn das für ein. Au! Was ist denn das für ein Scheiße? Können wir spielen? Ich bin schon voll aufgeregt. Welche Felgen willst du haben? Ja, die von einem Panzer. Das ist voll hässlich, die Karre, Mann. Ja, für Schüsse. Naja, ich geh rein. Bis gleich. Bis gleich. Und dann parkt der hier oder so. Der ist so hässlich. Oder wie kann man den nur freiwillig fahren? Stell dir vor, du hängst im Turf ab und dann kommt so eine Karre angefahren und schießt auf dich. Junge. Der ist ja so hässlich. Dafür brauchen wir eine Leiter zum Einsteigen. Ja, Rakim hat die Karre schon immer gefahren. Ich hole mir morgen vielleicht auch ein neues Auto. Du kannst dir erstmal nach Hause deine eigenen Snacks holen und deine Getränke und dann kommst du wieder. Warum? Bei uns frisst du nix, weil du meine ganzen Hunger. Kühlschrank auffrisst. Lüg doch nicht. Bye, have a beautiful time. Na komm. Yeah. Dad, wir gehen fast bezogen und geht nix. Geh du schon mal rein. Hey, danke schön für den Weezer am 29. Heute ist echt toter Sonntag. EMF5 mit Goofy zusammen. Goofy ist so ein richtiger Troll, werdet ihr gleich sehen. Immer wenn der Angst hat, holt er rein.